Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzensfilme. An meiner Seite die Christiane. Hallo. Und ich bin natürlich der Julius. Und heute geht es um das Thema Science Fiction. Ja, was Science Fiction ist, kurz die Erklärung. Es ist ein narratives Genre in der Literatur, im Film, Hörspiel, Videospiel oder der Kunst. Und charakteristisch sind wissenschaftlich-technische Spekulationen, Raumfahrtthemen, ferne Zukunft, fremde Zivilisation und meist zukünftige Entwicklung. Christiane, warum haben wir heute dieses Thema gewählt, Science Fiction? Ja, ich glaube, weil das eines unserer beiden Lieblingsgenres ist, ne? Also von uns beiden meine ich. Ja, das stimmt. Ja. Was magst du besonders daran? Ja, ich mag halt, wie das meist visuell umgesetzt ist. Also man kennt das ja meistens nicht, was da gezeigt wird. Und es regt halt einfach die Fantasie an. Und man kann in ferne Welten abschweifen. Und entdecken. Ja, das, was du da ansprichst, also das ist auch ein Grund, warum ich das so mag. Also es ist einfach für mich eine Form von Eskapismus. Also man kann einfach sich mit was komplett anderem beschäftigen als so seinem langweiligen Alltag. Das stimmt. Aber ich mag halt auch besonders, dass in vielen Science-Fiction-Filmen oder Büchern natürlich auch so viele philosophische Themen angesprochen werden. Also sei das jetzt irgendwie eine Ethik oder was macht den Mensch zum Menschen, wie sollten wir mit Technik umgehen, was sind Formen von Technikfolgen, was sind gesellschaftliche Entwicklungen, die wir vielleicht besser verhindern sollten. Also ganz viel steckt in Science Fiction drin und deswegen ist das für mich auch so ein unglaublich vielseitiges Genre. Das stimmt, also das werden wir auch jetzt sicherlich nochmal so beweisen durch unsere Filmauswahl. Genau, und auch durch wie vielfältig das ist, ja. Ja, und auch durch den Aufbau dieser kleinen Reihe. Anfangs haben wir gedacht, wir machen eine Folge zu Science Fiction und hatten wir irgendwie so eine lange Liste mit Filmen, die wir unmöglich in einer Folge haben unterbringen können. Genau. Und dann haben wir nach und nach halt das Ganze erweitert und machen das jetzt insgesamt in 4 Folgen. Genau. Also jetzt, also heute in dieser Folge besprechen wir erstmal so diese klassischen Science-Fiction-Filme, also wo wir davon ausgehen, dass die eher so klassisch sind, ne? Also dass die jetzt nicht so einem Untergenre dazugehören. Zumindest nicht den 3 Untergenres, die wir gewählt haben. Also genau, die sind richtig. Sicherlich irgendwelchen Subgenres noch zuzuordnen und ich glaube, also bei einem Film definitiv, der würde auch in ein Subgenre passen, was wir später noch besprechen. Aber, naja, irgendwo muss man ja die Grenze ziehen, ne? Genau, richtig. Außerdem ist das hier unsere Auswahl. Da dürfen wir machen, was natürlich, wir wollen. Natürlich, wir dürfen alles machen, was wir wollen. Genau. Wollen wir dann gleich zu dem ersten Film übergehen? Ja, oder? Fang doch mal an. Okay, alles klar. Da haben wir nämlich ausgewählt Der Marsianer. Das ist ein Film aus dem Jahre 2015 von Ridley Scott. Zum Inhalt. Die Mannschaft der Raumfahrtmission Ares 3 erforscht den Mars. Am 18. Tag ihres Aufenthalts zwingt sie ein gefährlicher Sandsturm zum Abbruch ihrer Arbeiten und sie müssen den Planeten fluchtartig verlassen. Auf dem Weg zum Mars-Rückkehrmodul wird der Astronaut Mark Watney verletzt und bleibt außerhalb der Sichtweite seiner Kameraden bewusstlos liegen. Weil sein beschädigter Raumanzug keine Biosignale mehr sendet, erscheint es den anderen Crewmitgliedern so, als habe er den Unfall nicht überlebt. Da das Rückkehrmodul im Sturm zu kippen droht, entscheidet sich Kommandantin Lewis gegen eine weitere Suche nach Watney, um wenigstens die übrige Crew von der Marsoberfläche zu retten. Mit dem Rückkehrmodul erreicht das Team sein Raumschiff Hermes im Marsorbit und tritt die Rückreise zur Erde an. Ja, und damit beginnt dann auch der Film. Es geht darum, dass der Mark Watney von der Marsoberfläche fliehen möchte. Und dabei wendet er, ja, viele verschiedene Dinge an. Also man könnte am besten sagen, so er macht einen auf MacGyver auf dem Mars. Ja, genau. Er muss sich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Genau, richtig. Und das ist höchst unterhaltsam, auch verfilmt worden. Ja, ja. Und es basiert ja auch auf einer Buchvorlage. Ich kenne jetzt gerade den Autor nicht, aber das Buch war relativ erfolgreich und der Film dann letztendlich auch.
Und ja, ein sehr unterhaltsamer Film, wo man auch einiges lernen kann, so wie man sich aus der Scheiße retten kann, sag ich mal. Ja, ich mochte an dem Film vor allem, dass er so unglaublich realistisch ist. Also man hat sich wirklich gedacht, so ja, so könnte das sich tatsächlich abspielen. Also es war jetzt ein Film frei von Fantasy-Elementen. Ja. Wenn man sich so ein bisschen darüber informiert, dann erfährt man, dass da auch Wissenschaftler dran mitgearbeitet haben an dem Film und dass wirklich vieles auch sozusagen abgesegnet ist. Mhm. Das Einzige, was ich so mitbekommen habe, was halt nicht so realistisch ist, ist der Sandsturm am Anfang. Der, ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt war, ob der auf dem Mars nicht wirklich diese Art von Kraft entwickeln würde, um die Konsequenzen da hervorzurufen. Aber davon mal abgesehen, ist das, glaube ich, alles schon ziemlich mit Hand und Fuß gemacht. Und es ist, wie du auch gesagt hast, ein sehr unterhaltsamer Film. Also lässt sich wirklich so locker weggucken, ne? Obwohl es ja eigentlich eine ziemlich dramatische Sache ist. Genau. Und ich fand, also man konnte sich eigentlich schon denken, wie das dann ausgeht, der Film. Ja. Also wir wollen jetzt natürlich nicht spoilern, aber trotzdem fand ich den Film durchweg sehr spannend, weil man ja doch irgendwie mitgefiebert hat. Ja, und total, weil halt auch zwischendurch einiges schief geht, ne, wo man dachte, ach scheiße, jetzt hat er das so schön aufgebaut und dann kommt wieder was und ja. Genau, also man hat richtig mitgefiebert mit dem Mark und ja, ein sehr schöner Film, sehr gut umgesetzt, ist zwar jetzt noch so relativ, also so im Vergleich zu vielen anderen Science-Fiction-Filmen ein sehr, sehr gewöhnlich umgesetzter Film. Also der spielt jetzt nicht sehr mit so filmischen Mitteln. Also wir kommen ja später auch noch zu einem anderen Ridley Scott-Film, der weitaus kreativer umgesetzt ist. Also da ist der Marsianer sehr klassisch. Ja gut, man muss halt auch bedenken, dass die Marsoberfläche jetzt nicht besonders spannend aussieht. Ne? Es ist halt eine rote Wüste und da hat er halt seine Station und halt die Raumfahrzeuge, die da dort noch sind. Und mehr an Kulisse ist ja fast nicht, ne? Halt eher in seiner Raumstation, ansonsten der Mars. Das stimmt. Und da bietet ja dieser andere Film weitaus mehr. Welcher Kulisse könnte das wohl sein? Ja. Ja, da kommen wir nachher noch zu sprechen. Ja, möchtest du noch was dazu sagen? Nein. Okay. Der nächste Film ist Moon aus dem Jahre 2009 von Duncan Jones. Zum Inhalt: In einer nicht genauer bestimmten Zukunft wird der Energiebedarf der Erde zu etwa 70% durch Helium-3 gedeckt, das auf der Oberfläche der erdabgewandten Seite des Mondes durch mehrere riesige Maschinen, genannt Harvester, abgebaut wird. Der weitgehend automatisierte Förderprozess benötigt nur noch einen einzigen menschlichen Bediener. Im Auftrag des weltweit größten Produzenten von Fusionsenergie, Luna Industries Limited, arbeitet der Astronaut Sam Bell in einer allein zu diesem Zweck errichteten Mondbasis. Dabei wird er von einer künstlichen Intelligenz namens Gertie unterstützt. Nach fast 3 Jahren ohne direkten Kontakt zu anderen Menschen steht er 14 Tage vor seiner Ablösung. Mit seiner Frau Tess und seiner kleinen Tochter Eve auf der Erde steht er nun per Videobotschaft in Verbindung. Eine Live-Verbindung zur Erde ist wegen anhaltender technischer Probleme mit einem Kommunikationssatellit nicht möglich. Sam ist psychisch in schlechter Verfassung und leidet an Halluzinationen, wodurch es zu einem Unfall mit einem Rover außerhalb der Basis kommt. So beginnt der Film und ja, dieser Film entwickelt sich dann, ja, das ist so eine Art Kammerspiel, kann man sagen. Mhm. Na, und der Marsianer ja eigentlich auch, ne? Ja, richtig, genau. Genau, aber Moon ist da noch ein wenig, wie soll ich sagen, so ein bisschen mysteriöser am Anfang. Mm, ja, auch später. Wo man sich dann erstmal fragt, was das Ganze soll, weil irgendwann trifft er auf einen anderen Menschen, der genauso aussieht wie er. Ja. Wir verraten natürlich nicht, warum er auf diesen Menschen trifft. Ja, aber das erhöht dann nochmal erheblich die Spannung. Und dann ist natürlich noch dieser Gertie, der ist gesprochen von Kevin Spacey. Den darf man ja eigentlich gar nicht mehr erwähnen, aber wir tun es trotzdem. Und ja, also es gibt eigentlich nur die beiden, also Sam Rockwell, also der spielt diesen Sam Bell, und halt diesen Gertie, diesen Computer, gesprochen von Kevin Spacey. Mhm. Und später noch diese andere Person, die ebenfalls gespielt wird von Sam Rockwell. Und Sam Rockwell spielt quasi mit sich selbst. Ja. Was dann und das auch, macht er ziemlich gut. Genau, das macht er natürlich sehr gut. Ja, man kennt ja, Sam Rockwell ist
ziemlich talentierter Schauspieler. Der hat ja auch letztes Jahr den Oscar gewonnen für die beste Nebenrolle. Also der hat es schon drauf und da hat das auch bewiesen, dass er es drauf hat. Ja, das ist auch der erste Film gewesen, wo der mir so wirklich bewusst wurde. Mhm. Also der erste Film, wo ich den wahrgenommen habe, das war Drei Engel für Charlie. Bei mir war es Green Mile. Ah ja, stimmt. Ja, da war er ja auch mit dabei. Genau. Und hier in diesem Film ist er, also es ist halt eine One-Man-Show, ne? Mhm. Und da kann er halt wirklich zeigen, was er drauf hat. Und das ist ziemlich viel. Und das ist halt auch so ein klassischer Mindfuck-Film, ne? Mhm. Der so wirklich mit den Annahmen des Zuschauers spielt. Genau, richtig. Also am Ende saß ich auch ziemlich geflasht da, muss ich sagen, und war ziemlich begeistert von dem Film. Und für mich persönlich ist das so einer der gelungensten Science-Fiction-Filme. Weil ich mag dieses Setting, also auf dem Mond. Mhm. Das ist nicht gerade so der effektreichste Film, also oder der aufwendigste Film. Das ist eine ziemlich kleine Produktion. Das ist auch Duncan Jones' erster Film gewesen. Mhm. Duncan Jones ist übrigens auch der Sohn von David Bowie. Da hat er dann später auch hier diese Warcraft-Verfilmung gemacht oder zuletzt Mute. Beide Filme sind dann nicht mehr so gelungen gewesen wie Moon. Also man kann sagen, Moon war so sein bester Film und es ging dann stetig bergab. Ja, schade. Ja, und also der wurde auch mir damals von einem Arbeitskollegen empfohlen, dieser Film. Den habe ich mir dann deswegen angeschaut und war dann meinem Arbeitskollegen ziemlich dankbar, dass er mir den empfohlen hat, weil ich davor nichts davon gehört habe. Der wurde auch nicht groß beworben damals. Also zumindest hatte ich den nicht großartig auf dem Schirm gehabt. Ja, und war dann sehr froh, dieses Kleinod an Film gesehen zu haben. Ich kann mich an die Geschichte natürlich noch erinnern und an die Interaktion, die er da hat mit seinem Doppelgänger. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr so genau, wie die Interaktion mit der KI war. Aber ich habe noch irgendwie so das Gefühl, dass das irgendwie eine ziemlich coole KI war. Die halt auch, also die bestand ja visuell aus so einem Smiley-Face. Genau, richtig. Ne? Und das hat halt einfach oft gelächelt. Und das fand ich irgendwie schön, das weiß ich noch. Ja, der hat dann immer so, je nach Emotion, hat sich das Smiley dann geändert. Mhm. Also so dieses Emoji-Ding. Ja, und natürlich hier Kevin Spaceys Stimme, der hat ja, also ich habe den nur auf Deutsch geguckt, dann kennt man ja diese Synchronstimme von Kevin Spacey. Ja, fand ich an sich dann deswegen sehr gut, hat mir dann auch schon gefallen. Damals mochte ich ja noch Kevin Spacey. Ja, ich finde vor allem, ich habe das auch auf Deutsch geguckt und ich finde die Synchronstimme von Kevin Spacey, die hat immer so was Bedrohliches, finde ich. Also man denkt immer so, der führt irgendwie was im Schilde. Das ist irgendwie zwielichtig. Ja, deswegen weiß ich gar nicht mehr, ob das in Bezug auf hier die KI auch so war oder ob die einfach grundgut war. Mhm. Ja, ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Das ist auch schon eine Weile her, als ich den zuletzt geschaut habe. Ja, wir wollen jetzt eh nicht so viel spoilern, auch von der Story. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, auch so für Leute, die auf so Kammerspiele stehen und natürlich auf Science Fiction und auf Sam Rockwell. Ja. Ja. Kann man wohl so zusammenfassen. Genau, kommen wir zum nächsten Film. Der nächste Film ist Her aus dem Jahr 2013 von Spike Jonze. Spricht man den so aus? Spike Jonze. Ah ja, gut. In einer nahen Zukunft lebt Theodore Twombly, ein eher introvertierter und schüchterner Mann. Beruflich nutzt er seine Empathie, indem er in Auftragsarbeit Briefe für Menschen schreibt, denen es schwerfällt, ihre Gefühle dem Gegenüber verständlich zu machen. Dadurch offenbart er seinen Auftraggebern, deren eigene Gefühle, die sie sich selbst nicht wahrzunehmen, in der Lage sind. In privater Hinsicht geht es Theodore nicht gut und seine Gefühlswelt bereitet ihm große Probleme. Die Trennung und bevorstehende Scheidung von seiner Jugendliebe Catherine belasten ihn. Zur Ablenkung besorgt er sich ein neues und intensiv beworbenes Betriebssystem, das sich mit weiblicher Identität und angenehmer Stimme auf seinem Rechner installiert. Über Headset und Videokamera kommuniziert er bald mit Samantha, wie sich das System selber benennt. Samantha lernt schnell über die sozialen Interaktionen mit Theodore, entwickelt sich kontinuierlich weiter und verhält sich immer menschlicher. Theodore ist ebenso fasziniert von Samanthas Fähigkeiten wie sie von den seinen und beide bauen während langer und intensiver Gespräche zuerst eine freundschaftliche, dann eine intimere Beziehung zueinander auf. Ja. Ja, wie fandest du Her? Ja, den fand ich außergewöhnlich gut. Ich auch. Also angefangen von der Optik, ich glaube, da
haben wir darüber nicht schon mal abgeschwärmt irgendwie? Das kann gut möglich sein, ja. Also diese Optik mochte ich total. Also man kann das so am ehesten vergleichen mit so einem, also der sieht aus wie so ein Instagram-Film. Ja, also es ist futuristisch, aber es ist gleichzeitig retro, ne? Es hat so einen 60s-Charme. Schon allein so der Schnauzer von Joaquin Phoenix, von seiner Figur, die er spielt. Ja, der hat halt so einen ganz eigenen Stil, also so, auch so die Leute, die da rumlaufen. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt das nochmal spielt. Es spielt, glaube ich, in Los Angeles, was aber so einen asiatischen Touch hat. So, oder spielt es sogar in China selbst? Naja, das ist eigentlich selbst? So das Blade Runner-Ding, ne? Los Angeles mit einem asiatischen Touch. Richtig. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß noch, Shanghai. War es nicht Chicago oder so? Das kann gut möglich sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht diese Stadt total schön aus. Ja. Und also das ist wirklich eine Art von Zukunft, wo ich denke, ja, da würde ich auch gern leben. Das stimmt. So, es ist alles clean, aber es ist nicht so steril. Ja, das stimmt. Ja, und dann hat man halt ziemlich gute Schauspieler mit dabei. Ja, allen voran Joaquin Phoenix, haben wir ja schon erwähnt. Der spielt die Hauptfigur. Und dann Scarlett Johansson. Sie sieht man nicht im Film, aber man hört ihre Stimme. Sie spricht halt diese Samantha, also diese KI, also dieses Betriebssystem. Und wer kommt da noch vor? Ich glaube Amy Adams. Amy Adams, genau, richtig. Sie spielt eine Arbeitskollegin vom Joaquin Phoenix. Und ja, kommt da noch jemand Bekannteres vor? Ich oder? Kann mich an keinen sonst erinnern. Okay, aber auf jeden Fall der Cast, man hört es ja schon, es ist ein ziemlich guter Cast, auch ein ziemlich gutes Drehbuch, fand ich. Hat sogar den Oscar gewonnen für bestes Drehbuch damals. Genau, also ein sehr gelungener Film. Und was ich halt sehr interessant fand, so diese, wie das in der Zukunft aussehen könnte, so eine Art KI und Betriebssystem und wie diese Interaktion Maschine oder halt Software und Mensch, also wie das irgendwann mal aussehen könnte. Naja, es sieht ja eigentlich jetzt schon so aus, ne? Ja. Wir haben ja jetzt schon die Sprachassistenten. Ja, okay, Siri ist jetzt nicht so aus, oder Alexa oder so, ist jetzt noch nicht so, so ausgefeilt, meinst ausgefeilt du? Wie die Samantha in dem Film. Ja, aber na klar. Es geht dahin, genau. Wir sind, also es ist wirklich kein weiter Weg mehr. Und wenn du dir anguckst, wie teilweise die Menschen in Japan mit ihren Avataren auf dem Smartphone und so umgehen, das kommt einer, virtuellen, intimen Beziehung schon ziemlich nahe. Und darum geht es ja auch in dem Film, ne? Inwiefern können künstliche Intelligenzen, künstliche Charaktere, Avatare den Platz von menschlichen Beziehungspartnern einnehmen? Ja, also man hört ja schon so von einigen Menschen, also zumindest so in Japan kommen ja einige Nachrichten, dass zum Beispiel die Leute dort ihre Handys heiraten oder ja, irgendwelche die gehen Gegenstände. Mit den Avataren auf ihren oder Handys Avataren, auf Dates. Genau, richtig. Ne? Und die führen wirklich richtige Beziehungen. Und das ist in dem Film ja genau das Gleiche, dass er sagt, so, ich gehe mit ihr spazieren und so. Ja. Also das ist wirklich nicht mehr, also es fühlt sich schon ziemlich wie in der Jetztzeit angekommen richtig. An. Ja, aber es ist ja auch so, es hat ja auch einen Grund, weswegen er sich dieses Betriebssystem holt. Also weil er ja um seine Freundin, also sie ist gestorben, ne? Es ist Ex-Freundin. Scheidung. Ach so, Scheidung. Ach, das war's. Genau, sie ist ja gar nicht gestorben. genau, sie haben sich ja scheiden lassen und sie kommt ja sogar nochmal in dem Film vor. Ach so, hier, sie wird ja gespielt von Rooney Mara. Ach okay, das habe ich komplett verdrängt. Auch noch eine bekannte Schauspielerin. Weil man sie nur in so Rückblenden sieht. Man sieht sie halt nur vereinzelt. Genau, und deswegen holt er sich ja erst dieses Betriebssystem, um diese Trauer zu verarbeiten. Steigert sich dann aber ein wenig zu sehr da hinein und also diese Beziehung, man merkt ja auch als Zuschauer, das kann irgendwie kein gesundes Ende nehmen. So, ne? Ja, wobei das liegt ja dann nicht an ihm, ne? Dass diese Beziehung dann ein Ende nimmt, sondern das liegt ja an Samantha. Ja. Warum das so ist, das wollen wir jetzt mal nicht verraten. Ne? Das lassen wir dann. Aber es werden halt auch wieder so typische Fragestellungen aufgeworfen, die man in vielen Filmen und Büchern findet, wenn es irgendwie um künstliche Intelligenzen geht, ne? Sprich Emanzipation. Ja. Ja, also ich finde, das ist ein rundum gelungener Film. Ich auch. Ich war sehr begeistert, als ich den damals geschaut habe. Ja. Ja, der nächste Film ist Interstellar aus dem Jahre 2014 von Christopher Nolan.
Zum Inhalt: Der ehemalige NASA-Pilot Cooper bewirtschaftet nach dem Ende des Raumfahrtprogramms eine Farm. Seine 10-jährige Tochter Murphy glaubt in ihrem Zimmer Botschaften von einem Geist zu empfangen. Die unterschiedlich breiten Lücken im Bücherregal, welche die vom Geist herausgestochenen Bücher hinterlassen haben, werden von ihr als Morsezeichen interpretiert. Eines Tages entdeckt sie nach einem Staubsturm in ihrem Zimmer unerklärliche Spuren im Staub. In diesem erkennt Cooper binär dargestellte Koordinaten, welche ihn und seine Tochter zu einem geheimen NASA-Standort führen. Dort angelangt offenbart Professor Prant, der Leiter der NASA, dass es eine weitere Mission durch das Wurmloch mit dem NASA-Raumschiff Endurance geben wird, die von Cooper geleitet werden soll. Prant glaubt, dass der unbekannte Erzeuger der schweren Anomalien Cooper als Kommandanten der Endurance haben möchte. Die neue Mission soll den Signalen von Miller, Mann und Edmonds nachgehen und Gewissheit darüber bringen, ob die entdeckten Planeten tatsächlich für die menschliche Besiedlung geeignet sind. Ja, wir haben den ja kürzlich erst nochmal geschaut, ne? Mhm. Ich fand den beim ersten Gucken total toll. Mhm. Und dann, ja, immer noch gut. Wir haben ja schon letztens besprochen, Christopher Nolans Filme. Beim ersten Mal schauen sind die unglaublich gut. Mhm. Und dann nehmen die immer mehr ab, so. Ja, weil man immer mehr Logiklöcher entdeckt. Ja. Offenbaren. Ja, diese Problematik ist uns ja schon bewusst. Ja. Ich war damals auch bei Interstellar zweimal sogar im Kino, also einmal mit Freunden und dann noch einmal mit dir. Weil ich auch beim ersten Mal total begeistert war. Beim zweiten Mal war ich dann auch noch relativ begeistert. Es lag auch daran, dass ich im Kino war und da hat der Film einfach eine unglaublich gute Wirkung, mhm, weil einfach die Bilder sehr gut aussehen. Also, mhm, besonders die Weltraumaufnahmen sind einfach sehr schön gemacht, weil auch Christopher Nolan ja so ein Purist ist, dass der nicht so mit CGI rumspielt, sondern immer noch so handwerkliche Effekte setzt. Und das ist ein unglaublicher Pluspunkt für den Film. Aber auch das, was der Film so aussagen möchte. Und auch das, was er so zeigt. Also besonders so mit der Thematik schwarze Löcher und Wurmlöcher und so weiter. Mhm. Fand ich sehr interessant damals. Ja, fand ich auch auf jeden Fall. Also der Film, der vereint halt auch vieles. Ne? Also man könnte sagen, das ist ein postapokalyptischer Film. Ja. Man könnte auch sagen, es ist ein Zeitreisefilm. Also ja, das stimmt. Es ist halt wirklich viel mit drin. Und durch das Zeitreise-Thema natürlich auch die damit verbundenen Paradoxien, die man immer hat, wo man sich fragt, so, hä, was ist jetzt zuerst da gewesen? Wie kann das passieren, obwohl danach erst die Zeitreise? Und ne, du kennst es ja. Ja, ja, das stimmt. Und das mag ich sowieso immer total gern. Und Matthew McConaughey ist ja mittlerweile auch ein guter Schauspieler, war er ja nicht immer, wie wir kürzlich bei Contact noch festgestellt haben. Mhm. Contact haben wir übrigens geguckt, weil wir dachten, naja, der wird doch eigentlich ganz gut bewertet. Vielleicht muss der auch noch mit hier in diese Reihe mit rein. Aber nachdem wir den geschaut haben, haben wir gesagt, nein, definitiv nicht. Da macht das auch Interstellar besser als man kann ja am ehesten noch vergleichen mit Arrival Contact. Und Arrival macht es einfach um Längen besser als Contact. Ja, es hätte Arrival nicht geben brauchen, um zu erkennen, dass Contact scheiße ist. Ja, ne? Also, das stimmt. Es ist einfach, wie ich auch bei Letterboxd geschrieben habe, die Prämisse ist eigentlich ziemlich cool. Mhm. Eine Forscherin bekommt Signale von einem fremden Planeten und will eben erforschen, was dahinter steckt und so weiter. Und letztlich ist es einfach nur eine Metapher auf den christlichen Glauben. Ja. Und das ist einfach etwas, was ich nicht sehen will. Ja. Ab diesem Zeitpunkt hat der Film einfach bei mir komplett versagt. Ja. Da hatte ich auch keine Lust mehr, den weiterzuschauen. Aber ich habe es halt trotzdem getan, weil ich, naja, ich, ne, der Ehre wegen muss ich das dann auch irgendwie zu Ende gucken. Ja, und ich habe ja auch am Anfang schon eine Prophezeiung gemacht, was sie dann dort finden wird. Ja. Und das hat sich bewahrheitet. Richtig. Und, es war so unglaublich kitschig. Ja. Ja, kitschig ist Interstellar auch manchmal, aber es ist alles noch aushaltbar. Aber er löst das besser, fand ich. Also das hat mich mehr berührt als jetzt im Vergleich Contact. Ja, ja, ja. Und es war auch so wirklich mal so der menschlichste Film von Christopher Nolan, fand ich. Ja, das muss man sagen. Wobei auch da ist die Emotionalität schon sehr mit der, wie sagt man, mit der Brechstange. Also es ist nicht sehr subtil, ne? Das stimmt auch, aber ich fand ihn dann da mal so, also da haben wirklich mal diese Charaktere wirklich mal, ne, sind die in die Vollen gegangen, was Emotionalität anging. Mhm.
diese Szene da, wo er dann seine Tochter, ne, nach langer Zeit wieder sieht, das hat mich schon ziemlich berührt. Ja, was der Film wirklich gut macht, ist, mit dem Konzept Relativität zu spielen. Ne? Also das wird ja wirklich an mehreren Stellen angerissen und man sieht halt die Konsequenzen, die die Relativität hat in Bezug auf die unterschiedlichen zeitlichen Entwicklungen, die die Menschen auf der Erde und er in seinem Raumschiff und die Leute, die mit ihm dort sind, halt gehen. Mhm. Und das ist wirklich eine ziemlich coole Sache. Da haben ja auch wieder Physiker dran mitgearbeitet, um sozusagen den Rahmen vorzugeben, um zu sagen, das ist realistisch und das nicht. Mhm. Aber ich meine, das kommt in diesem Film halt sehr stark an seine Grenzen, weil das, was sich dann später im Wurmloch oder, ich weiß gar nicht, ist ein Wurmloch oder ein schwarzes Loch oder beides? Schwarzes Loch ist das. Genau, also was sich darin abspielt, das ist natürlich reine Fiktion, ne? Mhm. Ja, natürlich, also, aber das liegt auch einfach daran, weil man das ja für den Zuschauer auch visuell irgendwie zeigen muss, sieht cool aus, ne? Ja, natürlich. Ich mag das auch. Das ist halt auch einfach zu abstrakt für einen Menschen, sich das vorzustellen. Ja. Das geht halt einfach nicht. Und irgendwie muss man es ja für uns auch für uns erklärbar auch umsetzen. So, ja. Ne? Und das fand ich, hat er eigentlich ganz gut gemacht. Auch wenn das Ende dann doch, wo ich mir so dachte, okay, also jetzt wird es wirklich Science-Fiction. Aber ja, ein bisschen zu unrealistisch dann. Aber man kann es ja wirklich nicht wissen, wie es halt ist in dem schwarzen Loch. Ja, ja. Dafür fand ich es dann ganz gut irgendwie gelöst. Also was ich auch total mochte an dem Film, waren die Roboter. Hm, ja, die fand ich auch gut. Die sahen halt aus wie schwarze Kästen, also wie die Monolithen aus 2001 mehr oder weniger. Ja. Aber die hatten halt so coole Displays und die haben eine coole Sprachinteraktion gehabt. Und die hatten halt auch so richtige Charaktere, also es waren Charaktere, ne? Ja. Es waren nicht einfach nur anonyme Stimmen. Die haben auch für die meisten Lacher gesorgt in dem Film. Ja, das stimmt, weil da wird ja auch damit gespielt, dass mit man den Humorlevel oder mit dem Wahrheitslevel oder so. Ich glaube, Wahrheits-, aber auch Humor-Level kann man anpassen. Und das, da hat man dann halt die Konsequenz halt dann sofort gesehen, wenn die dann wieder was gesagt haben. So. Ja, das war schon cool. Ja. Ja, die mochte ich total. Ja. Gehört auch zu den besseren Nolan-Filmen, würde ich sagen. Interstellar. Hat er Scheißfilme gemacht? Na gut. Nein, eigentlich nicht. Aber Insomnia fand ich doof. Ja, Insomnia ist einer der schwächeren. Ja, er hat keine richtig schlechten Filme gemacht, aber ich mag den so mit am meisten von Nolan, ja. Ja, der nächste Film ist so wahrscheinlich mit der Science-Fiction-Klassiker schlechthin, mit einem anderen, den wir dann, wobei hier kommen ja noch einige Klassiker, aber es ist, sage ich mal, der Cyberpunk-Klassiker vielleicht. Nämlich Blade Runner aus dem Jahr 1982 von Ridley Scott. Als einige Replikanten der hochentwickelten Serie Nexus 6 ein Raumschiff kapern, Menschen töten und auf die Erde fliehen, wird der ehemalige Blade Runner Rick Deckard eingeschaltet. Er soll die Replikanten aus dem Verkehr ziehen. Im Verlauf seiner Ermittlungen trifft Deckard die bei der Tyrell Corporation arbeitende Rachel und findet heraus, dass auch sie eine Replikantin ist. Sie selbst ist sich dessen aber nicht bewusst, da ihr künstliche Erinnerungen implantiert wurden. Deckard eröffnet ihr schonungslos diese Wahrheit, worauf sie verstört und verletzt reagiert. Deckard verliebt sich aber bald in sie und beginnt an der Berechtigung seines Auftrags zu zweifeln, zumal Rachel ebenfalls auf die Todesliste der Polizei kommt. Ja, den haben wir gestern erst geguckt. Ja, genau. Wie oft hast du den eigentlich schon gesehen? Ach, ich kann das gar nicht genau sagen, bestimmt schon 3-4 Mal oder so. Ja, ich auch. Ja. Und das ist so ein Film, der ist sehr gemächlich. Also man kann da keinen Film erwarten, wie der vielleicht heutzutage gedreht werden würde. Ne? Man hat es auch zuletzt bei Blade Runner 2049 gesehen, der ja auch so ein bisschen so dieses Pacing hatte, sehr langsam, ne, gemächlich, und da haben sich ja viele dran gestört und deswegen war der ja auch sehr unerfolgreich. Mhm. Was Blade Runner damals auch war, das war ein kommerzieller Flop, so kann man sagen, ist dann erst später zu einem Kultfilm geworden, zum Glück, weil man, ich finde den halt klasse von der Umsetzung. Der sieht immer noch super gut aus. Also so allein die Anfangsszenen, das sieht einfach fantastisch aus. Da bin ich immer wieder erstaunt, wie gut das einfach aussieht. Da muss man auch einfach mal die Blu-ray anschauen. Also bitte in bestmöglicher Qualität schauen, diesen Film, damit man in den vollen Genuss kommt. Und der ist halt etwas langsam von der Erzählung. Aber der bietet einfach genug Stoff, um auch im Nachhinein
darüber nachzudenken. Ja, auf jeden Fall. Ja, also es ist auch eine, ist es eine Kurzgeschichte oder eine Langgeschichte von Philip K. Dick? Also das ist dieses, was Androiden träumen, ne? Androiden von elektrischen, genau, richtig, Schafen. Genau, so heißt es. Ja, und das hat ja dann Ridley Scott adaptiert. Er hat es auch ein bisschen umgeschrieben. Also das ist nicht eins zu eins eine Umsetzung von dem Buch. Ja, aber mir gefällt er immer noch sehr gut. Auch wenn er manchmal sehr langsam ist. Man muss sich drauf einlassen. Man muss ein bisschen Geduld mitbringen, auch wenn er jetzt nur 2 Stunden geht. Aber er fühlt sich manchmal etwas länger an. Ja, und ich glaube, ich will nicht sagen Problem, aber eine Herausforderung, finde ich, sind auch die Dialoge. Mhm. Also man kann nicht unbedingt sagen, dass es ein dialoglastiger Film ist, weil so viel gesprochen wird jetzt auch nicht. Mhm. Also gerade wenn man an Deckard denkt, der ist schon ziemlich einsilbig. Ja, der ist wortkarg, ja. Aber die Dialoge haben es halt in sich, ne? Das, mhm. Da werden halt schon, wie soll ich sagen? Also es ist kein Gelaber, es sind wirklich, ja, gestochen ist auch das falsche Wort, aber es sind halt anspruchsvollere Dialoge, mhm, ne, wo man auch wirklich gedanklich dabei bleiben Sinn. Muss. Genau, also man muss da schon drüber nachdenken, was da auch gesagt wird. Ja. Ja, die geben immer irgendwelche Hinweise. Ja, und visuell ist der einfach der Hammer, ne? Also, ja, natürlich. Wie die Stadt aussieht, das, also ich kenne wenige Filme, die halt so kontrastreich sind, mhm, ne, wo du so viel Licht- und Schatteneffekte hast. Und der auch so Film, Gegenlicht, also total, der spielt total oft mit Gegenlicht. Ja, ja. Und ganz viel, was eben im Schatten ist, wo dann halt nur durch eine ganz kleine Lichtquelle irgendwie Licht drauf fällt und so. So typisch Film-Noir-mäßig halt. Ja, ne? Also, total Film-Noir-mäßig. Aber es gefällt mir total. Also ich mag ja dieses Genre Film-Noir. Ja, ja. Und auch diesen Stil. Und ja, da schöpft er aus dem Vollen, der Film. Mhm. Also sieht klasse aus. Auch die Architektur dieser Tyrell Corporation, ne? Ja. Die halt wie eine riesige Pyramide da in Los Angeles steht, was total überbevölkert und dreckig ist und dunkel und regnerisch. Das ist schon echt, das sieht schon hammermäßig aus. Ja, eigentlich ist das auch so eine Zukunftsvision, die möchte man eigentlich nicht haben. So, ne? Da denkt man sich so, nein, da willst du eigentlich nicht leben, aber trotzdem sieht es unglaublich faszinierend aus, das Ganze. Ja. Ja, und es spielt halt auch wieder mit diesem, also halt mit das Hauptthema des Films ist halt, was macht den Mensch zum Menschen, ne? Weil ja, es geht genau ja um diese Replikanten, die dort gejagt werden. Replikanten sind künstliche Menschen, also es ist sozusagen noch eine Spur besser als Roboter, weil die sind halt aus Fleisch und Blut. Ja, man aber kann die auch kaum unterscheiden. Also genau, darum gibt es seinen Job ja auch, ne? Der richtig halt rausfinden soll, ob die Leute Replikanten sind oder nicht. Ja, er muss dann auch immer so Fragen stellen. Also da gibt es dann so Verhöre. Mhm, der Void-Kampftest. Richtig. Und ja, dann gehen die immer so ein gewisses Protokoll, gehen die durch. Genau, also die Fragen zielen darauf ab, eine emotionale Reaktion hervorzurufen. Mhm. Und das Lustige ist, diese Fragen zielen darauf ab, Empathie hervorzurufen. Und die Fragen gehen ja oft in die Richtung, naja, ein Tier wird gequält, was würdest du machen? Und in dieser Welt ist es so, dass die Androiden oder die Replikanten dadurch enttarnt werden, dass die zu empathisch reagieren. Nicht, dass die zu wenig empathisch sind, sondern die Menschen sind diejenigen, die sagen würden, ja gut, dann wird der Hund halt gequält, ist mir doch scheißegal. Ja. Und die Replikanten sind die sagen, oh, der arme Hund und ich fühle mich ganz schlecht deswegen. Und ich meine, das alleine, das sagt schon so viel aus, dass die Replikanten sozusagen empathischer sind als die Menschen, denen immer gesagt wird, Empathie ist das, was uns zu Menschen macht. Ja. Und das wird ja auch am Ende dann natürlich nochmal am Ende dieser berühmten Kampfszene dann wieder aufgegriffen. Gibt es ja diesen bekannten Monolog von diesen einen Replikanten. Genau. Ja, ja, ja. Aber wir wollen jetzt nicht genug verraten. Ja, aber ich glaube, das weiß man mittlerweile. Ja, oder? Es ist halt also, das ist so ein bekannter Film. Und dieser Monolog, den er da hält, der ist halt auch so unglaublich bekannt. Und ich finde den halt auch super. Ja. Ja, wen kann man den empfehlen? Ne? Also jeden. Allen. Jeder sollte den schauen. Ja. Und es ist halt immer noch die Frage, man kann halt wirklich viel darüber nachdenken, weil sich natürlich auch die Frage stellt, explizit auch hier in dem Final Cut, den wir geguckt haben, ob Deckard halt ein Replikant ist oder nicht, ne? Ja. Dafür gibt es ja dann auch die Fortsetzung,
Ja, aber da wird es auch nicht wirklich geklärt. 2049, nein, es lässt es wieder so etwas offen. Ja. Aber das fand ich auch sehr interessant in dem Nachfolger, was da für Fragen gestellt wurden. Also der ist auch auf jeden Fall, ich finde sogar noch besser, den Nachfolger. Und das hält man eigentlich fast für gar nicht möglich so, dass ein Nachfolger so nach 35 Jahren, dass der dann nochmal, also für mich zumindest, dann nochmal besser ist als das Original. Ja, aber ist ja auch von Denis Villeneuve und der ist auch ein bisher super Regisseur. Nur gute Filme gemacht. Ja. Ja, ja. Da kommt noch Großes von ihnen, hoffentlich. Ja. Ich freue mich auch schon auf die neue Dune-Verfilmung. Ja, Dune hatten wir auch überlegt, ob wir den mit reinnehmen, aber du hast gesagt, nee. Nee, da ist dann halt auch diese Verfilmung von David Lynch, die ich jetzt kenne, ist mir nicht gelungen genug, um den mit reinzunehmen. Und das, obwohl es David Lynch ist? Ja, aber David Lynch hat nicht nur gute Filme gemacht. Es gibt auch etwas schwächere. Ja, ich finde zum Beispiel auch Wild at Heart. Ich kann nichts so richtig mit Wild at Heart anfangen. Okay, ja, ich kenne den nicht. Aha. Ich kenne sowieso nicht viele David Lynch-Filme. Ja, musst du mal ändern, ne? Ja. Wollten wir nicht mal eine David Lynch-Filmreihe starten? Also, wo wir dann gemeinsam alle mal durchgucken? Ja. Ja, können wir gerne machen, damit du auch endlich mal Eraserhead schaust. Ja, muss ich Eraserhead gucken. Oh. Ja. Aber es gibt auch sehr schöne Filme, sehr herzerwärmende Filme von David Lynch. Zum Beispiel? Das ist Straight Story, den ich immer wieder empfehlen kann. Ach so, ja. Ja, ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Oder Der Elefantenmensch. Ja, gut, den habe ich natürlich gesehen. Der ist fantastisch. Ja, genau. Er kann auch Emotionen. Ja, das kann er. Das kann er wirklich. Der kann nicht nur verstören. Richtig. Ja, und das war jetzt unser zweiter Ridley Scott. Ja, und ich hoffe, dass wir über Blade Runner 2049 dann vielleicht in einer anderen Folge dieser Reihe noch quatschen können, wenn derjenige Gast, der dann dabei sein wird, damit einverstanden ist. Gucken wir mal. Ja, kommen wir jetzt zu einem absoluten Meisterwerk und einem Klassiker schlechthin im Science-Fiction-Genre, nämlich 2001 Odyssee im Weltraum von 1968 und von Stanley Kubrick. Zum Inhalt, der Film beschreibt eine Reise zum Jupiter mit Hilfe des Supercomputers HAL, nachdem ein mysteriöser schwarzer Monolith entdeckt worden ist, der die menschliche Evolution beeinflusst. Der Film bietet viel Spielraum für Interpretationsansätze und befasst sich mit den Themen Existenzialismus, menschliche Evolution, Technologie, künstliche Intelligenz und der Existenz außerirdischen Lebens. Ja, jetzt denken vielleicht einige, oh, jetzt reden die schon wieder über 2001. Ja, man kann ja nicht oft genug über diesen Film reden. Ja. Ne? Also ja, da stimmst du ja mit ein, ne? Fantastisch. Es gibt wenige Filme, die so eine starke emotionale Reaktion in mir hervorrufen, obwohl sie anfangs halt so absolut nüchtern sind. Ja. Und Stanley Kubrick ist ja auch bekannt dafür, seine Filme nicht so emotional aufzuladen. Nee, überhaupt nicht. Sondern, dass die immer sehr kühl wirken. Und trotzdem hat dann 2001 so viel Emotion bei dir ausgelöst. Ja, wenn ich allein schon hier diese Himmelskonstellation sehe mit dieser majestätischen Musik dahinter, da geht mir schon das Herz auf. Ich meine, ich bin Weltraumfan, seitdem ich 5 bin oder so. Hab als kleines Kind schon mir die Bücher angeguckt und dann auch ganz viele Weltraumbücher durch die Schulzeit gelesen und irgendwann halt so diese Faszination für außerirdisches Leben entwickelt und so weiter und dann ganz viel auch über UFOs und so ein Kram. Das hat sich dann irgendwann total erledigt, aber die Weltraumliebe ist immer noch da. Ja. Und deswegen kann ich fast nicht anders als diesen Film total gut zu finden. Und dann ist es natürlich so, dass es nur eine Ebene des Films ist, ne? Der ist halt so vielschichtig. Der ist echt extrem vielschichtig, der Film. Also man kann so viel über diesen Film reden und philosophieren. Also man könnte bestimmt Bücher damit füllen. Ja. Und wäre immer noch nicht fertig damit. Und darum ist es auch immer wieder schön, diesen Film nochmal anzuschauen. Ich glaube, ich habe den auch schon 5, 6 Mal geschaut. Ja, ich auch. Bestimmt schon mehrmal, sogar noch mehr. Ich weiß es nicht genau. Am Anfang ging es mir auch so, wie vielleicht vielen auch, dass ich mit dem Film erstmal nicht viel anfangen konnte. Ja, ich glaube, das ist total normal. Ich habe dann aber versucht, mich da hineinzuarbeiten und dann irgendwann gab es dann so einen Punkt, wo ich mir so gedacht habe, ey, der ist wirklich extrem gut, der Film. Ja. Jetzt gefällt er mir und je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso besser gefiel mir dann dieser Film. Ja. Ja. Und jetzt würde ich auch so sagen, der gehört mit zu meinen Lieblings-Kubrick-Filmen. Natürlich ist Clockwork Orange immer noch ganz weit oben bei mir, aber 2001 gehört auch mit zu den besten, die er so gedreht hat und zu den besten Science-Fiction-Filmen überhaupt.
also das ist so für mich so das Paradebeispiel für einen Science-Fiction-Film. Ja, für einen intelligenten Science-Fiction-Film. Für einen intelligenten, genau. Also nicht dieses, was in den 50er Jahren war, sondern so dieses neue Science-Fiction, ne, wo es dann wirklich um was ganz anderes ging, ne, um wirklich existenzielle Fragen halt. Ne? Mhm. Und der hat auch so einen Umbruch bewirkt im Science-Fiction-Genre. Mhm. Ja. Ja, und dann nochmal zu der Anfangssequenz zu kommen. Also ich habe kaum eine epischere, also mir fällt keine epischere Szene ein, so im Film. Ja, also ja. Das, so diese Musik mit diesen Bildern, das ist einfach so unglaublich fantastisch. Ich ja. freue mich immer, also wenn ich diesen Film mir anschaue und diese Anfangssequenz. Man ist kommt, sofort drin, so. Ja, ne? Ich denke ja. mir, wow, das ist einfach Kunst. So, das ist einfach. Ja. Ich kann verstehen, wenn manche Leute sagen so, mein Gott, das ist aber ganz schön dick aufgetragen hier. Ja, aber hallo, es geht um das Weltall, um das genau. Universum. Man kann nicht dick genug auftragen. Hm. Ja, also, ja, man kann sonst noch viel darüber erzählen, aber ja, und also man hat halt auch diese Frage der Evolution mit drin, dann hast du wieder künstliche Intelligenz mit drin, richtig. Was darf die, welche Freiheiten dürfen die haben, wie sollten wir die programmieren? Genau, über Hell, da könnte man auch so viel philosophieren darüber. Ja. Wie er da interagiert in dem Film. Ich finde ihn auch sehr bedrohlich, weil der ja auch so, der wirkt so freundlich von der Sprechweise, aber ist auch so, ich weiß nicht, also das, was er tut, ist. Ich finde den eher sehr neutral. Also so freundlich finde ich den gar nicht. Ich finde den immer sehr neutral. Also der ist jetzt nicht überbordend an Freundlichkeit, ne? Das stimmt schon. Also ja. da ist zum Beispiel der, wie hieß der? Gordy? Nee, wie hieß der? Gertie. Gertie. Gordy hieß der Hund von der Schwester meiner besten Freundin. Ah, okay. Der ist da viel freundlicher, finde ich. Also Hal ist immer sehr neutral, was die emotionale Expressivität angeht. Ja. Und das macht ihn halt so bedrohlich in meinen Augen, weil man halt nicht weil dahinter man nicht schauen einschätzen kann. Kann. Genau. Ja. Auch das, was er dann tut in dem Film, ist ja auch also schon ziemlich bösartig. Ja, es ist halt, aber es ist halt unsere Interpretation. Ne? Ist es wirklich bösartig? Weil er ist ja dazu da, die Mission zu retten. Und das eigentlich ist ja schon, eigentlich ja. auch ein hohes Ziel, was die Leute natürlich auch im Film verfolgen. Aber es kollidiert halt mit der, wie sagt man, mit dem Lebenswillen der Astronauten dort. Ja. Ja, und ich mag halt auch, also eigentlich mag ich ja alle Szenen. Ne? Du weißt ja, die Szene mit der Tochter liebe ich total. Ja, das ist sogar Stanley Kubricks Tochter. Ja, die ist so niedlich. Ja, die mag ich total. Aber auch die Szene, wo er Hell dann ausschaltet, ne? Ja. Wo er nach und nach die Module abschaltet und er geistig immer mehr verfällt, bis er irgendwann im Kleinkindstadium ist, was halt sowas unglaublich Menschliches hat, finde ich. Was singt der nochmal für ein Lied? Hänschen Klein. Hänschen Klein, genau. Ja. Ja. Ach, ich liebe den einfach. Ich will auch irgendein Tattoo haben, was mit 2001 zu tun hat, aber mir fällt kein gutes Motiv ein. Außer das Auge von Herr. Das ist kein aber gutes Tattoo-Motiv. Das ja, ist zu simpel. Zu simpel und auch zu abgetroschen vielleicht. Ja, das haben halt auch viele. Ne? Wenn man so mal googelt, 2001 Odyssee-Tattoo, dann, naja, kommt oft vielleicht einfach. Vielleicht wissen ja unsere Hörerinnen oder Hörer, vielleicht kennen die ja ein gutes Tattoo-Motiv für 2001. Soweit geht die Liebe bei mir. Ja, ich denke mir auch mal bei bestimmten Filmen, so, da würde ich mir vielleicht auch nochmal was stechen lassen. Vielleicht auch 2001. Aber wir kommen ja noch zu einem Film, wo ich mir auch mal so denke, da würde ich mir auch gerne mal was stechen lassen dazu. Mhm. Ja. Was könnte das so sein? Ich weiß es. Jo. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen zu dem Film? Gibt's ach, noch, ich liebe den einfach. Guckt euch den an. Und wenn ihr den zum ersten Mal guckt und nichts damit anfangen könnt, müsst ihr euch nicht schämen. Also keinesfalls. Ich konnte am Anfang auch überhaupt nichts damit anfangen. Es ist ein Film, der wachsen muss. Und keiner soll sich unter Druck gesetzt fühlen, diesen Film unbedingt gut zu finden. Sonst ist man irgendwie ein Banause oder so. Das ist totaler Quatsch. Das gilt aber für jeden Film, finde ich. Ja. Es gibt einfach Filme, für die muss man bereit sein. Auch mit Blade Runner konnte ich am Anfang auch nicht viel anfangen, eben weil der relativ sperrig ist und ziemlich langsam und so weiter. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich darauf einzulassen und vielleicht auch ein bisschen sich zu belesen, was Kubrick dabei so im Sinn hatte und auch Arthur C. Clarke, der ja die Romanvorlage, ist es eine Vorlage? Nee, der hat den hinterher geschrieben. Der hat den zusammen mit Stanley Kubrick geschrieben. Okay. Und dann gab es ja noch dieses Nachfolgewerk 2010.
was er auch geschrieben hat. Und darüber verlieren wir jetzt einfach keine Worte. Nein, der Film dazu existiert nicht. Das hat mich ja letztens geschockt, als ich so ein bisschen recherchiert habe, habe ich entdeckt. Also 2001 hat er damals 69 4 Oscar-Nominierungen gehabt. Mhm. Hat dann auch für beste Spezialeffekte gewonnen, was ich natürlich sehr gerechtfertigt finde. Ja, und 2010 wurde für 5 Oscars nominiert. Ja, das ist echt. Und ich finde das unglaublich schlimm, dass dieser Film überhaupt für irgendwelche Preise nominiert war. Ja. Und sogar auch für beste Spezialeffekte. Und wenn man sich diese Effekte von damals anschaut und das vergleicht mit 2001, also nee, da finde ich, das ist ein schlechter Scherz. Der wirkt halt total billig, ne? Ja, so. Und 2001 wirkt überhaupt nicht billig. Nee. Also wenn man den guckt, kann man nicht glauben, dass er von 68 ist. Ja, der sieht unglaublich modern aus. Der sieht immer noch super gut aus. Ja, also und da könnte ich jetzt schon wieder schwärmen, ne? Was die an technischen Entwicklungen halt vorhergesehen haben, ne? Ich meine, als ich damals, weiß ich nicht, wann habe ich den zuerst mal geguckt? Irgendwann in den 2000ern? Nee, in den 90ern sogar. Und die hatten halt diese Art von Tablets da, ne? Und da dachte ich so, so aufrecht stehende Bildschirme. Nee, Fernseher sind doch immer im Querformat. Warum guckt die das nicht im Querformat? Ja. Und jetzt gucken wir ständig auf aufrecht stehende Bildschirme. Das ist echt unglaublich. Richtig. Ja, der ist unglaublich innovativ und ja, sehr vorausschauend schon gewesen. Ja. Ja. Es ist vieles, was da gezeigt wird, haben wir ja jetzt noch nicht mal, ne? Sehr guter Film und ja, mit zu Stanley Kubricks Meisterwerken. Also der hat ja viele gemacht, aber das gehört definitiv zu seinen besten Filmen. Ja, kommen wir einfach zum nächsten Film, ne? Ja. Der nächste Film ist Equilibrium aus dem Jahr 2002 vom Regisseur Kurt Wimmer. Ist das ein Deutscher? Spricht man den so aus? Oder Kurt Wimmer? Ich habe jetzt nicht geschaut, aber der ist ein Drehbuchautor und Regisseur. Also er Drehbuchautor hauptsächlich. Okay. Hat nicht sehr viele bekannte Filme gemacht. Ja, worum geht's? Der Protagonist John Preston lebt in der sauberen, funktionierenden und festungsartig bewachten Stadt Libria, die umgeben ist von den Ruinen zerstörter Gebäude, den Nethers. Jeder Bürger der Stadt nimmt mehrmals täglich das Mittel Protium-2 ein, um die Intensität jeglicher Gefühle auf ein Minimum zu reduzieren. Doch es gibt Widerständler, sogenannte Sinnestäter, welche durch ihr Bedürfnis zu fühlen in die Illegalität gedrängt worden sind. Um diese Verbrecher zu bekämpfen, ist mit den Grammaton-Klerikern eine Elite-Polizeieinheit geschaffen worden. Sie hat die Aufgabe, Sinnestäter zu finden, sie zu eliminieren und alle Gefühle auslösenden Gegenstände wie Kunstwerke, Literatur oder Haustiere zu vernichten bzw. zu töten. So sieht's aus, ne? Ja. Ist jetzt kein so positiver Film, oder? Nee, der ist schon ziemlich deprimierend. Mhm. Der hat auch diese typische dystopische Optik. Ja. Also der ist halt vom Feeling her so wie 1984 oder oh, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Wie heißt der andere nochmal mit den Büchern? Ach, Fahrenheit 451. Ja. Mhm. Genau, so vom Feeling her ist der auch, finde ich. Ja, es geht halt um diese dystopische Zukunft, wo die Menschen keine Gefühle mehr haben, um sie besser kontrollieren zu können. Also Kontrolle des Volkes ist ja auch so ein typisches Motiv, was man immer wieder findet. Ja, bei 1984 ist das ja auch ein sehr großes Thema. Genau. Und man hat hier Christian Bale. Also, bevor ich jetzt auf die Schauspieler zu sprechen komme, dieser Film hat eigentlich, wenn man den anfängt zu gucken, einen relativ billigen Look, finde ich. Also, es sieht ein bisschen B-Movie-haft aus. Der sieht nicht gut aus, das hatte ich damals auch das Gefühl. Aber die Geschichte ist halt gut, ne? Mhm. Und Christian Bale ist halt, ich finde den halt immer gut, ne? Gott hat mir zu meinen Lieblingsschauspielern und der andere. Eddard Stark, wie heißt er? Sean der Bean. Laufende Spoiler, ja, Sean Bean. Der laufende Spoiler. ja, aber der Dunkelhäutige, den Namen habe ich vergessen. Taye Diggs heißt der so? Oh Gott, ich reite mich total rein. Auf jeden Fall, das ist halt so sein Kollege dort mit, also er ist halt einer dieser Polizisten und er hat halt einen dunkelhäutigen Kollegen und zusammen, ja, gehen die halt ihrer Arbeit nach und dann trifft er halt auf eine Widerständlerin, die ihn zum Nachdenken anregt, wie man sich denken kann. Und wo er dann auch seine eigenen Werte hinterfragen lernt und dann eben auch selber ans Visier gerät, ne, der Regierung. Und dann eben auch selber die Medikamente weglässt, um Gefühle zuzulassen. Ja, und es ist aber auch ein sehr blutiger Film, also sehr viel Martial Art Action auch. Mhm. Viel Kampf, viele Kampfszenen, viel Action generell.
Ja, hast du den eigentlich schon mal gesehen? Ja, ich habe den einmal geschaut. Das ist auch schon Jahre her. Ich glaube, schon fast 10 Jahre. Hm. Oder ein bisschen. Ach, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe den mit einem Freund geschaut und ich fand den damals recht gut, so von der Geschichte. Klar, vom Look dachte ich mir auch so, boah, das sieht ja nicht gerade gut aus. Also das, auch das Ganze drumherum, also die Ausstattung, das ganze Szenenbild. Das ist nicht die Stärke des das Films. Das ist wirklich nicht die Stärke. Also ganz anders als zum Beispiel 2001 oder so oder Blade Runner. Also kein Film, wo man, den man sich anschaut wegen der Optik, sondern eher wegen der Geschichte. Und die fand ich ganz stark, die hat mir gefallen. Also ich mag ja auch solche Geschichten, also wie 1984 oder Fahrenheit 451 oder halt auch Minority Report, mit denen kann man das auch ein bisschen vergleichen. Ja, hat mir ganz gut gefallen und Christian Bale ist eh immer sehenswert. Und ich habe mir schon gedacht, dass Sean Bean dann bestimmt stirbt. Ja, es ist halt ein interessantes Gedankenexperiment, ne? In was für einer Welt würden wir leben, wenn wir keine Gefühle mehr hätten? Ja. Und das wird da schon ja, sehr, sehr deutlich gezeigt, was das für eine Welt wäre, die absolut unlebenswert ist. Und deswegen gibt es ja auch die Widerständler, die das erkannt haben und sich dem entgegenstellen. Ja, ist vielleicht ein Film, der jetzt nicht so unfassbar tief geht. Ich glaube, das, was behandelt wird im Film an philosophischen Themen, ist das, was wir jetzt auch schon genannt haben. Also man kann da nicht endlos drüber philosophieren, wie jetzt über 2001 oder Blade Runner. Aber es ist trotzdem ein Film, der zum Nachdenken anregt, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich habe da nicht mehr viel zu sagen, weil ich den kaum mehr in Erinnerung habe. Da musst du ihn vielleicht nochmal wieder gucken. Vielleicht. Du möchtest den bestimmt auch nochmal schauen, oder? Ach ja, ich habe den jetzt zweimal gesehen. Das letzte Mal ist 2-3 Jahre her. Hm. Könnte man schon mal wieder machen. Okay. Ja. Kommt auf unsere Liste. Ja. Der nächste Film heißt Total Recall, ist ein Film von 1990 und von Paul Verhoeven. Der Bauarbeiter Douglas Quaid führt im Jahr 2084 ein befriedigendes, aber wenig ereignisreiches Leben mit seiner attraktiven Ehefrau Laurie. Quaid träumt intensiv von einem anderen Leben auf dem Mars. In diesen Träumen taucht immer wieder eine brünette Frau auf, mit der ihn ein besonderes intimes Verhältnis zu verbinden scheint. Angeregt von einer Werbung beschließt er, die Dienste von Recall Incorporation in Anspruch zu nehmen. Recall verspricht seinen Kunden, künstliche Erinnerungen einzupflanzen, die nicht von echten zu unterscheiden sind. Obwohl der Kunde vorher darüber informiert wird, dass das Erlebte nicht real ist, sollen die Erinnerungen dieselben Emotionen wie echte Erlebnisse auslösen. Trotz der Warnung seines Arbeitskollegen Harry vor der Gefahr einer Lobotomie will sich Quaid die Erinnerung an einen Urlaub auf dem Mars einpflanzen lassen, zu dem er schon immer eine Affinität verspürte. Der Verkäufer kann ihn zudem überzeugen, zusätzlich das Ego-Trip-Paket zu wählen, bei dem er als Geheimagent agieren kann, der schließlich den Planeten rettet. Ja, und somit beginnt dann auch diese Haupthandlung und es gibt dann auch so keinen richtigen Punkt, wo man dann weiß als Zuschauer, da geht es jetzt richtig los mit diesen. Ja, ja. Und eigentlich, ich habe den, glaube ich, jetzt zweimal geguckt, den Film, und das letzte Mal ist jetzt ein Jahr vielleicht her. Ja. Und ich kann mich, also entweder habe ich es einfach nur vergessen, das kann natürlich auch sein bei meinem Gedächtnis, aber es ist es nicht so, dass am Ende auch dem Zuschauer immer noch nicht klar ist, was jetzt wirklich. Das lässt auch der Film offen. Genau. Ja, und das mag ich halt so, weil man immer wieder aufs Neue miträtseln kann. So, was ist, ist er jetzt wirklich der Geheimagent oder hat er dieses blöde Ego-Paket dazu gebucht, weil er sich mal cool fühlen will? Oder, ne? Also da wird halt so viel gespielt mit dem Gedächtnis und mit den Gedanken des Zuschauers. Das mag ich halt total. Ja, das macht den Film ganz interessant. Das ist auch so ein bisschen vergleichbar mit dem Film The Game von David Fincher, wo man ja auch nicht richtig weiß, wann es jetzt losgeht. Ne? Da wird das ja auch so angeteasert. Und wo man auch nicht weiß, wann es zu Ende ist. Richtig, genau. Und das macht den Film unglaublich unterhaltsam und sehr spannend, weil man sich die ganze Zeit fragt, okay, geht's jetzt schon los? Ist es jetzt Wirklichkeit? Ist es nur Fiktion? Und das, was da gezeigt wird, ist auch also manchmal schon ziemlich abgefahren, also besonders dann, also es gibt halt Szenen, die sehr eklig sind, so von den Spezialeffekten. Ja, das muss ich sagen, also die Spezialeffekte, die kannst du dir heutzutage nicht mehr angucken, weil das sieht wirklich widerlich aus. So. Obwohl ich das ja mag, diese handgemachten Effekte. Ich mag die eigentlich auch, aber dieser Taxifahrer, den finde ich absolut gruselig, B, diese
Augen, diese Glubschaugen ganz am Ende, das ist so, ja. Das geht so lang, diese Szene, man muss sich das die ganze Zeit anschauen. Das ist halt auf dem Niveau von Terminator 1, wo er ja, sich selbst stimmt. im Spiegel verarztet. So, ne? Und vielleicht liegt es daran, dass das Arnold Schwarzenegger mitspielt. Keine Ahnung, aber da muss man großzügig drüber hinwegsehen, es sei denn, man ist totaler Liebhaber dieser Art von Special Effects, aber ich, also es ist ach, halt ich so. Mag die, ich mag die Effekte. Das hat so ein Feel von Phantasialand 90er Jahre Gruselbahn. So. Da waren die Effekte auch so auf dem Niveau. Ja, aber es hat irgendwie was Ekliges. Ich persönlich finde die halt geil. Also man kann das auch am ehesten vergleichen mit diesem David Cronenberg-Film, der ja so auf diesem Body-Horror steht so, und das auch immer explizit zeigt. Ja, wie zum ja. Beispiel die Fliege. Ja, und da ist der Film auch so einzuordnen. Das ist schon manchmal ganz schön Body-Horror, was da gezeigt wird. Ja. Ich find's gut. Ich mag das. Ich mag auch immer noch so diesen Look, auch wenn es wirklich schlecht gealtert ist. Aber ich liebe das irgendwie. So dieses, es strahlt auch so unglaublich so diese 80er und 90er Jahre aus. So. Ja, aber wenn man es schafft, darüber hinwegzusehen, hat man halt wirklich ein richtig gutes Drehbuch, finde ich. Ja. Ne? Weil allein dieser, ich meine, das basiert ja auch wieder, ist es nicht auch wieder eine Kurzgeschichte? Ja, das ist von Philip K. Dick. Genau. Mhm. Wo mit dem Gedanken gespielt wird, was ist, wenn wir uns Gedanken einpflanzen lassen können. Mhm. Ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, wenn du das an dir durchführen lässt, wie willst du dann noch wissen, was jetzt eingepflanzt ist und was nicht? Ja. Und das ist ja auch das Thema dieses Films, dass er es halt auch nicht unterscheiden kann. Mhm. Und er nicht mehr weiß, worauf kann er sich überhaupt noch verlassen in der Welt. Er kann sich ja teilweise auch nicht mehr auf sich selbst verlassen, wenn er dann Nachrichten von einem früheren Ich bekommt, so, wo er sich nicht daran erinnern kann, das aufgenommen zu haben. Ich meine, das ist was, was wir auch in Memento hatten. Ja. Und das ist einfach unfassbar faszinierend. Ja. Und er kann ja zum Beispiel seiner Frau auch nicht mehr trauen, seinen engsten Menschen. Ja, ja. Also da kommt ja auch dann raus, das kann man ja schon mal so spoilern, das kommt ja gleich auch am Anfang des Films, dass dann diese Frau die ganze Zeit eine Spionin war zum Beispiel, ne, und ihn hintergangen hat und so weiter, also nur auf ihn angesetzt wurde, weil ja dann so diese Realität gesponnen wird, dass er die ganze Zeit schon ein Geheimagent ist. Ja, ja. Ne? Also ja, er kann, also seine Identität ist auf einmal plötzlich komplett wie ein Scherbenhaufen vor ihm da liegend. Ja, genau. Ja. Aber das, ja, das spielt halt der Film richtig gut damit, dass du das als Zuschauer selber dann, also man denkt ja eigentlich so, ja, okay, er hat ja dieses Paket gekauft mit diesen Geheimagenten, ne? Dass er dann Geheimagent ist. Aber dann dachte ich mir irgendwann im Film so, ja, was ist jetzt eigentlich, wenn das die ganze Zeit wahr ist, dass er wirklich ein Geheimagent ist oder nicht? Ne? Ist das jetzt wirklich so? Ich habe dann auch das nicht mehr so richtig durchschaut. Aber das ist ja gerade das Gute, wenn du das nicht wirklich, wenn es da keine, diese eine Wahrheit gibt. Ne? Ja, das, sondern ist, das wenn finde du ich sowieso immer cool, selber denken musst. Genau, wenn es mehrdeutig bleibt. Ja. Also ein sehr schöner Film. Und das ist halt auch so ein typischer Film, den kannst du halt mehrmals gucken, ne? Mhm. Weil, also genau wie The Game, wobei bei The Game, das war bei mir nochmal ein extra Ding, ich hatte den irgendwann mal geguckt. Und da hast du ganz vergessen. Und ich habe den Film wirklich von Anfang bis Ende vergessen, ne? Und dann habe ich den vielleicht 4 Jahre später oder so nochmal geguckt und mir ist erst kurz vor Schluss klar geworden, so, ey, den hast du schon mal gesehen, ne? Und dann wurde mir auf einmal klar, ja, okay, ja, ich weiß, wie es jetzt ausgeht, aber da war das halt genauso. Und bei Total Recall war das jetzt auch so, dass ich den Film fast komplett vergessen hatte und dann den nochmal geguckt habe und halt wieder total geflasht war. Oh, ich hätte es mir gerne gewünscht, dass ich die nochmal komplett vergessen hätte. Weil beim ersten Mal schauen war die halt richtig cool, so, weil du überhaupt keinen Plan hattest. Beim zweiten Mal schauen ist natürlich dann auch umso unterhaltsamer, also umso interessanter, dann nochmal auf diese Zeichen zu achten. Ne, wann es losgeht was so Hinweise sein könnten, was schon mal so drauf hindeutet. Ja. Bei The Game zum Beispiel auch, da habe ich dann beim zweiten Mal schon auch ganz genau hingeschaut, wann es richtig losgeht. Aha. Dann. Und ja, aber bei The Game war ich auch komplett überrascht am Ende. Ja. So, das hat ja auch so einen unglaublichen Twist zum Schluss. So. Ja, ja. Aber das, ich weiß nicht, bei Fincher ist es ja oft so, du weißt halt irgendwann, was der Twist ist und dann brauchst du den Film halt auch nicht mehr angucken, weil das nimmt halt viel von der Spannung weg. Aber ich finde, das hast du bei Total Recall nicht. Da gibt es ja keine richtige Auflösung. Du weißt ja, ja, was die Prämisse ist des Films, dass halt da diese Firma existiert, die offenbar Gedanken einpflanzen kann. Mhm. Und dann wird aber so viel damit gespielt, dass du immer wieder Neues entdecken kannst so, und immer wieder neu versuchst, diese Geschichte, diese fragmentarische Geschichte zusammenzupuzzeln ja. und am Ende aber trotzdem wieder mit einem riesengroßen Fragezeichen da sitzt. Mhm.
Und das, finde ich, macht den Film zu was Besonderem. Ja. Hast du eigentlich mal diese Neuverfilmung geschaut von 2012 mit Colin Farrell? Nein, habe ich nicht. Ich auch nicht, aber ich habe da auch nur Schlechtes drüber gehört. Ja, ich auch. Also ich bin schon ein bisschen neugierig so, weil das, was mich an dem alten Film stört, ist halt das Setting. Und das, das wäre dann ja wahrscheinlich schon ein bisschen cooler so. Das sieht schon ein bisschen besser aus, ja. Und Colin Farrell mag ich auch als Schauspieler, aber ja. Ich glaube, irgendwann gucke ich mir den schon mal an, aber ich erwarte da jetzt nicht viel. Also ich muss halt sagen, ich habe da kein wirkliches Interesse daran. Weil für mich so das Original, das soll dann irgendwie so erhalten bleiben für mich. Und da soll jetzt nicht so ein zweiter Film nach so kommen, der das so ein bisschen versaut vielleicht. Ja, ja. Ich wünsche mir ja auch, dass ich 2010 nicht geguckt hätte. Ach doch. Ich habe mich so schön drüber aufgeregt. Es ist doch immer das, es ist doch geil, wenn man sich einen Film anschaut und man denkt so die ganze Zeit, finde nur ich den jetzt so scheiße oder ist der einfach total scheiße? Und dann bei 2010 war das ja auch so, dass wir uns irgendwann angeguckt haben und dachten, hör mal, der ist doch total scheiße, oder? So wie jetzt bei Contact. Ja, aber diese Bewertungen sind überall sehr gut bei 2010. Ja, ich verstehe es auch nicht. Wie bei Contact zuletzt. Ja. Ja, aber bei Total Recall, bei der Neuverfilmung, sind wirklich so, also der Kanon an Kritiken ist relativ ernüchternd, ist recht schlecht ausgefallen. Ja, aber dazu muss ich sagen, ich habe ja jetzt kürzlich Velvet Buzzsaw geguckt, wo hier dieser neue Netflix-Film mit Jake Gyllenhaal von Dan Gilroy. Ja, genau, Dan Gilroy. Und der ist ja unfassbar schlecht bewertet worden. Da gibt es echt viele in meiner Letterboxd-Liste, die dem ein oder anderthalb Sterne gegeben haben und ich fand den gar nicht so übel. Also ich habe den 3,5 Sterne gegeben, weil ich natürlich eine Erwartungshaltung hatte nach dem Motto, ich brauche überhaupt nichts erwarten und dafür wurde ich wirklich gut unterhalten. Und vielleicht ist es bei Total Recall, dem Remake, ja auch so. Ja, wir können den ja mal versuchen anzuschauen. Ja, man sollte sich halt auch nicht immer so sehr von den Kritiken beeinflussen lassen. Ne? Man sollte sich doch immer ein eigenes Bild machen. Ja. Okay. Machen wir das mal. Ja, der nächste Film ist Vanilla Sky aus dem Jahr 2001 vom Regisseur Cameron Crowe. Der narzisstische David Ames genießt sein beneidenswertes Leben. Ihm gehört ein millionenschweres Verlagsimperium. Er ist beliebt und schläft mit dem blonden, attraktiven Model Julie Gianni. Doch trotz allem fühlt er sich innerlich leer. Erst als er die bezaubernde Sophia auf einer Party kennenlernt, scheint sein Glück vollkommen zu sein und er verliebt sich in sie. Seine Beziehung zu Julie ist dabei ein Problem und als sie ihm ihre Liebe während einer Autofahrt offenbart, ist es der tragische Anfang vom Ende. Ja, und bei diesem Film kann man jetzt nicht über die Science-Fiction-Elemente sprechen, ohne zu spoilern. Ja, es ist halt ein fetter Spoiler, wenn man darüber spricht. Deswegen, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, dann überspringt jetzt, geht zur nächsten Kapitelmarke, weil hier müssen wir jetzt spoilern, sonst wird einfach nicht klar, was an diesem Film so toll ist, weil, naja, das hört sich jetzt erstmal nicht so unglaublich Science-Fiction-artig an, ne? Nö. Hört sich an wie so eine Liebes- oder Eifersuchtsgeschichte. So. Was sie ja auch ist, aber es hat halt diesen Überbau. Ne? Ja, Vanilla Sky gehört ja, also wir wissen, also ich weiß es und auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, zu deinen absoluten Lieblingsfilmen. Ja, ich habe darüber ja schon abgeschwärmt in der Lieblingsfilmfolge, aber ich meine, wenn ich über meine liebsten Science-Fiction-Filme spreche, dann muss der halt auch irgendwie auftauchen, weil der gehört da nun mal mit dazu. Und ja, jetzt reden wir doch einfach mal über den Spoiler-Part. Ne? Also, ja, du kannst wohl am besten auch über diesen Film sprechen. Ja, hast du es bestimmt ist halt schon sehr oft geschaut. Es ist ein Film, den habe ich bestimmt schon 20 Mal geguckt oder so. Oh, das ist sehr viel. Ja. Ich weiß nicht, was ich in der anderen Folge gesagt habe, wie oft ich den schon gesehen habe, aber ich habe ihn vielleicht wirklich. Vielleicht hast du da schon 30 Mal. Keine Ahnung, ich habe den auf jeden Fall schon wirklich sehr, sehr oft gesehen. Und wie ich auch gesagt habe in der anderen Folge, das ist der einzige Film, bei dem ich mir sogar den Audiokommentar vom Regisseur angehört habe. Ja, das muss schon was heißen, ne? Ja. Also es geht halt darum, dass der David dann, wie gesagt, diesen Autounfall hat. Nach diesem Autounfall, wo Julie stirbt, ist er entstellt im Gesicht. Ja. Also er hat, also nicht nur im Gesicht, er hat auch Probleme an der Schulter und kann nicht mal richtig, also hat Probleme beim Laufen und so. Und hat halt super starke Schmerzen den ganzen Tag, steht unter Schmerzmitteln, ist im Grunde kaum mehr ansprechbar, aber die größte Not, die er hat, ist halt sein entstelltes Gesicht. Und ja, weil er auch ein Narzisst ist, ne? Also richtig, sein Aussehen ist bestimmt sein Leben, dadurch kriegt er die Frauen, dadurch hat er Erfolg und so weiter. Und er
begibt sich dann natürlich in die Behandlung von den besten Ärzten, aber die haben halt auch nur ziemlich minderwertige Lösung für ihn, nämlich, dass er eine Maske tragen soll, wo ihm gesagt wird, ja, die ist dazu da, damit dein Gesicht besser rekonstruiert und besser abheilt und so bla bla bla, aber eigentlich ist, sagt er auch im Film, es ist doch einfach nur eine verschissene Maske, so. Ja. Erinnert mich mal so ein bisschen an Phantom der Oper, diese Maske. Ja, das stimmt, ja. Weil die halt auch so einen melancholischen Gesichtsausdruck hat, ne? Ja. Ja, und dann versucht er trotzdem irgendwie, sich seinem Schicksal zu ergeben und trägt dann auch die Maske und versucht dann auch mit Sophia wieder anzubandeln, die ihn halt nicht gesehen hat, seitdem er den Unfall hatte. Und ja, dann versuchen sie halt ihre Beziehung wieder zu beleben, was mehr oder weniger schlecht funktioniert. Und nach bekommt er halt auch Wahnvorstellungen, sieht dann plötzlich Julie in Sophia, also die wechseln halt in der Szene. Ja. Was dann halt eben albtraumhafte Züge annimmt und ja, er bekommt immer mehr Paranoia und Verfolgungswahn und es ist halt auch immer gegengeschnitten mit Szenen offenbar aus irgendeiner Zukunft, wo er im Gefängnis sitzt, wo er sich mit seinem Psychiater unterhält. Mit Kurt Russell, also gespielt von Kurt Russell, dieser Psychiater. Genau, und wo dann halt sozusagen auch aufgerollt wird, warum er dort sitzt, nämlich weil er Sophia offenbar getötet hat. Und er sagt aber, nee, ich habe sie nicht getötet, bla bla bla. Und da geht es dann auch noch sozusagen darum. Mhm. Und die, das, was dann sozusagen im oder letzten, sogar die Julie, Juliana, oder wie heißt die, Julie Gianni? Nee, ah, die ist ja sowieso beim Unfall gestorben. Stimmt, es geht Unfall. Um den Mord an Sophia. Ah ja, okay. Und ja, im letzten Drittel, Viertel wird dann sozusagen enthüllt, worum es eigentlich ging. Nämlich, er hat sich an eine Firma gewandt, als es ihm ganz schlecht ging, nachdem er den Unfall hatte. Die heißt, oh Gott, habe ich vergessen, wie die heißt. Die auf jeden Fall. Vielleicht Recall? Nee. Nein. Er nennt es Ellie, Life Extension. Das war nur ein Scherz wegen Recall, Total Recall, weil es so ähnlich ist wie Total Recall eigentlich. Wieso? Naja, weil der sich ja auch so eine neue Erinnerung quasi. Ja, er möchte ja. Es geht ja hier nicht um Erinnerungen. Es geht ja um was anderes. Ja, okay. Also Life Extension ist eine Firma, die eben, wie der Name schon sagt, eine Lebensverlängerung anbietet. Das heißt, die bietet ihm an, du kannst dich nach deinem Tod in Kryoschlaf begeben und dann halt so lange aufbewahrt werden, wie du das möchtest. Und während du da liegst, es ist auch wie bei Total Recall, dass er sagt, du kannst dir ein Zusatzpaket dazu buchen. Du kannst ein Paket dazu buchen, wo du quasi luzid träumst. Also du kannst dir dann Leben, wie es weitergehen könnte, erträumen. Ja. So dass du nicht einfach nur halbtot da liegst. So. Und das nutzt er halt und ab einem gewissen Punkt ist dieser Film halt nur noch der Traum, den er hat. Ja. Und das ist nämlich genau die Szene, wo er total besoffen, verkatert, am Morgen aufwacht nach der Partynacht. Und da hört man nämlich ganz leise im Hintergrund so ein Geräusch, was sich so anhört, als würde jetzt jemand einen Film starten. So. Also das ist so das Zeichen, so da geht's jetzt los. Und der Film hat so viele Kleinigkeiten, die halt auch auf sowas hinweisen, ne? Ob das jetzt ein Traum ist oder ob es die Realität ist. Und also zum Beispiel am Anfang sagt er halt so, ganz am Ende wird dann halt sozusagen, der hat dann ein Gespräch mit seinem, ich weiß gar nicht, ob das sein Berater ist, also er hat so einen Assistenten gespielt von dem Typen, der Locke gespielt hat bei Game of Thrones. Und er hat aber auch dann ein Gespräch mit der, nicht Geschäftsführerin, aber da halt so eine Frau von dem Unternehmen gespielt von Tilda Swinton, die ihm das dann noch so ein bisschen erzählt, wie das. Ach, Tilda Swinton spielt da auch. Ja. Okay, das ist mir gar nicht mehr so im Gedächtnis. Ja, und einer von den beiden erzählt dann halt irgendwann so, wie er quasi zu seinen Träumen gekommen ist, dass das im Grunde alles Bruchstücke sind, Versatzstücke aus seinem eigenen Leben oder aus Medien, die er gut fand, aus irgendwelchen Liedern, die er gut fand, aus Filmen, die er gut fand. Also dass zum Beispiel dieser Vanilla Sky, wo der Titel auch herkommt, dass der vanillefarbene Himmel halt seine Projektion von einem Bild von Monet ist, was er halt in seinen Traum mit aufgenommen hat. Und wenn man dann weiß, okay, das ist ein Traum gewesen, dann macht das halt auch Sinn, dass plötzlich die Person eine andere ist. Das hat man ja total oft im Traum. Ja. Und zumindest kenne ich das, dass wenn ich von irgendwelchen Leuten träume, dass sie plötzlich eine komplett andere Person sind, aber
es ist halt im Traum überhaupt nicht komisch, ne? Man nimmt es halt so hin, ja, okay, dann, es ist halt einfach so, man nimmt ja im Traum irgendwie alles als gegeben hin, was er ja tatsächlich nicht tut. Also er merkt ja schon, hä, das ist jetzt hier eine andere, und dann hat er ja auch auf einmal total Angst, so. Ja, ja, also ich finde, der Film hat total viel, der hat halt so diese Thriller-Elemente, dadurch, dass man dann irgendwann nicht mehr weiß, was ist jetzt die Realität, ist er jetzt wirklich der Mörder von Sophia, oder auch, also wie gezeigt wird, woran er erkennt, dass er gerade Sophia umgebracht hat im Traum, das ist halt auch so gut gelöst, ne, wo er dann, also er erstickt sie ja mit dem Kissen, und man weiß jetzt nicht, ist jetzt eine blonde oder eine brünette Frau da drunter, und er traut sich halt auch selber nicht zu gucken, und dann nimmt er halt das Kissen weg und sieht dann halt einen Leberfleck, wo er weiß, den hat nur Sophia. Ja. Und das ist so gut gemacht, ne? Und du hast halt auch diese Liebesgeschichte mit drin und auch diese Art, ja, so ein bisschen Gesellschaftskritik, weil er halt so ein Typ ist aus der Oberschicht und bla bla, was er für ein tolles Leben hat. Und ja, der Film bietet einfach total viel. Ja, finde ich auch. Das ist auch so ein Film, den kann man sich auch sehr oft anschauen. Doch, deswegen hast du den ja schon über 20 Mal angeschaut. Ja. Ich finde den halt optisch auch so gut. Ich meine, man kann über Tom Cruise wirklich sagen, was man will mit seinem Scientology-Scheiß und so, aber der ist nun mal ein guter Schauspieler. Also zumindest die Filme, die ich mit ihm kenne, da überzeugt er mich jedes Mal. Es gibt ja einige, also Eyes Wide Shut zum Beispiel. Ja, da mag ich den auch total. Oder ich mag ihn besonders in Magnolia, finde ich den super. Oder auch in den Mission Impossible-Filmen zum Beispiel mag ich ihn auch. Der liefert halt auch ab, ne? Das muss man echt lassen. Ja. Ja, seine ganzen privaten Hintergründe, also da kann ich mir auch nichts mit anfangen. Da finde ich ihn auch recht unsympathisch, aber finde ich ihn ziemlich creepy. Ja, und creepy, aber ja, als Schauspieler finde ich den super. Ja. Da hat er ein gutes Händchen für. Ja, und in Vanilla Sky hat er auch ein gutes Händchen bewiesen, damit zu spielen. Ja. Und es passt auch irgendwie, also so diese narzisstische Persönlichkeit so am Anfang, ne? Also dieser Typ, der auch nur am Lächeln ist und sich sein Leben so unglaublich geil findet und dann auch nie noch sein bester Freund gespielt von, wie heißt er nochmal, dieser Typ, auch Scientologe, der ist ja auch Scientologe. Ja, ich hab's vergessen, wie der heißt. Irgendwas mit Lee. Ach, Brandon Lee? Nee, das ist ein anderer, ne? Nicht Brandon Lee. Irgendwas mit Lee. Ja, ja. Hat einen recht kurzen Namen, so. Ja, aber der tut mir so leid die ganze Zeit. Ja, das ist halt, der ist halt immer nur in der Friendzone. Ja. Der tut mir auch leid. Ja, der lernt ja noch hier diese, wie heißt sie nochmal? Sophie, genau. Ja, Sophia. Er ist ja derjenige, der sie mitbringt zur Party, und wo dann er auch hofft, dass er mit ihr anbandeln kann. Richtig. Dann nimmt der blöde David die auch noch weg. Und dann ist er auch noch so stolz drauf, dass er sie mitgebracht hat. Und dann, ja, der beste Freund nimmt sie weg. So. Ja. Das ist richtig scheiße. Ja, und ich finde es halt auch so gut, also dann wird ja auch irgendwann die Frage aufgestellt, so, warum hast du den Traum dann beginnen lassen, als du diese Visage schon hattest, ne? Warum hast du den nicht beginnen lassen, als du noch gut aussahst, so. Ja, was halt auch total viel darüber aussagt, dass er für das geliebt werden will, was er ist, nicht für das, was andere von ihm denken, nicht wegen seines Aussehens, nicht wegen seines Geldes und so weiter. Ja. Und ich meine, ganz am Ende entschließt er sich ja auch, den Traum zu beenden, obwohl ihm gesagt wird, deine finanziellen Mittel sind aufgebraucht, du hast nicht mehr viel, es ist jetzt so und so weit in der Zukunft und ist halt alles nicht so dolle. Du kannst auch, wenn du willst, diesen Traum einfach weiterleben. Wir haben jetzt auch eine bessere Software oder was sie ihm auch immer sagen, so dass diese albtraumhaften Dinge nicht mehr auftauchen und so, aber er schließt sich ja trotzdem dafür, ein richtiges Leben zu führen. Ja. Ist ein Film, der mich rundum sehr berührt und sehr glücklich macht. Ja, auch was zeigt. Und die Musik, ich meine, hallo, die Musik. Ich meine, sorry, wenn ich jetzt nicht unterbrechen muss, aber du hast halt so viel Sigur Rós da drin und so viel Radiohead. Genau. Oh, das ist einfach. Und auch R.E.M. Ja, oh, dieser Song von R.E.M. im Film, das ist auch so gut. Ja, also alles so Bands, die ich persönlich auch sehr gerne höre. Ja. Und das hat mich auch sofort überzeugt. Allein der Song beginnt mit Everything in its Right Place von Radiohead. Schon allein das, da dachte ich mir, ja, geil, das ist mein Film. So. Ja, ja. Den mag ich jetzt schon. Und auch mit Sigur Rós werden tolle Stücke halt gebracht. Und ja, überzeugt vollkommen. Aber es ist ja auch so, Cameron Crowe hat ja sehr viel mit Musik immer in seinen Filmen. Ja. Er war ja auch früher Musikjournalist. Mit Popkultur allgemein, ne? Auch wo du dann am Ende so die Szene mag ich auch total, wo ihm klar wird, woraus er seine Inspiration gezogen hat, wie sich die Liebe anfühlt, wie ein schöner Tag aussieht, wo du dann siehst, okay,
wie er mit Sophia durch die Straßen läuft, das hat er halt aus einem, von einem Bob Dylan Cover so. Mhm. Und du hast halt so diese Parallelmontage, ist das falsch, also diese Montage, wo du halt das Cover tatsächlich siehst, ja, was dann zu dem wird, wie er da mit ihr herumläuft, und das ist einfach so schön. Mhm. Ja. Okay. Ich liebe den einfach. Ja, ich glaube, du hast das jetzt, Leute, ne, guckt euch den Film an, der ist so schön. Rübergebracht für jeden, dass dieser Film einfach nur gut ist. Ja. Ja. Okay, kommen wir zum letzten Film für heute. Und das ist auch ein absoluter Klassiker, nämlich Metropolis. Ein Film von 1927 von dem sehr bekannten Regisseur Fritz Lang. In der gigantischen Stadt Metropolis leben zwei voneinander klar getrennte Gesellschaften. Eine Oberschicht lebt in absolutem Luxus, im Club der Söhne genießt die Jugend der Elite in ihren Türmen und in ewigen Gärten paradiesische Verhältnisse und lebt für Sportveranstaltungen und rauschhaftes Vergnügen. Während die Arbeiterklasse, die an riesigen Maschinen für den Gewinn der Reichen schuftet, ebenso tief unterhalb der Stadt haust wie die anderen darüber. Dazwischen aber unter der Erde befindet sich die für beide Klassen unentbehrlichen Maschinen. Ja, das ist jetzt nur eine kurze Zusammenfassung. Es geht natürlich noch um viel mehr. Es gibt natürlich noch so eine klassische Geschichte. Aber ja, dieser Film, wie ich bereits schon erwähnt habe, also da geht es halt um diese Oberschicht und die Unterschicht. Mhm. Und dieser Konflikt, der dann da entsteht. Ja, und ich habe ja schon gesagt, das Metropolis ist ein absoluter Klassiker. Das liegt aber auch. Im Grunde der Klassiker der Science-Fiction-Filme. Richtig. Oder? Der hat das eigentlich auch so mitbegründet im Film. Ja, und ich habe den ja heute zum ersten Mal geschaut und ich war geflasht, wie modern der ist. Hm. Also, ich meine, 2001 ist natürlich auch für die Zeit, in der er gedreht wurde, sehr, sehr modern und seiner Zeit voraus. Aber ich meine, der ist von 1927 und wie der aussieht, ja, und was der für Themen anspricht, hallo? Ja, richtig, genau. Ja, und darum ist der immer noch sehenswert. Also den kann man sich immer noch anschauen und der gibt einem immer noch was. Klar, der hat halt auch so sehr plakative Aussagen. So, das muss man schon sagen. Na klar, ja. Auch für damalige Zeiten, da musste man halt auch dem Publikum das ein bisschen besser verständlich machen. Auch, ja, jetzt tu aber nicht so, als wäre das Publikum dumm gewesen, ne? Die kannten aber halt Filme die noch die Sehgewohnheiten nicht. Waren ja auch was ganz anderes. Ja. Also da war es halt noch nicht so, da konntest du noch nicht so versteckte Botschaften da reinmachen, obwohl es die wo auch gibt in dem Film. Aber halt so diese Grundaussagen sind halt sehr leicht zu verstehen. Mhm. Und werden auch sehr deutlich dargestellt. Ich meine, was ja auch mit wahrscheinlich daran liegt, dass es ein Stummfilm ist, ne? Ja, genau. Du hast halt in Stummfilm dieses Overacting, was einfach richtig der Art von Film geschuldet ist. Die können ja nicht Dinge mit ihrer Stimme ausdrücken, halt das fehlt ja komplett. Und deswegen hast du halt diese geschminkten Gesichter, wo die Augenbrauen richtig besonders betont sind, damit du halt genau siehst, was die jetzt gerade ausdrücken. Und die, genau, die übertreiben natürlich auch in der Art, wie sie es spielen, so. Aber ich finde, dadurch wird der Film auch total zugänglich. Mhm. Also ich denke immer so, oh, ein Stummfilm, ob ich das dann so verstehe alles und ob ich da so reinkomme. Aber eigentlich kommt man da mega easy rein, weil es einem wirklich leicht gemacht wird, zu ja verstehen, was da gerade vor sich geht. Genau. Es kommen halt zwar ab und zu so diese Texteinblendung, wo dann da steht, was die jetzt gerade sagen. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht unbedingt nötig. Also meistens muss ja es gar nicht. Ich war schon froh, dass sie kamen ab und zu, weil ich dachte, in manchen Szenen bewegen die wirklich viel ihre Münder und ja es kommt halt gar keine Texte, wo ich dachte, ja, okay, ich weiß, worum es jetzt wahrscheinlich geht, aber ich hätte trotzdem gerne die Gewissheit, dass es jetzt wirklich darum geht. Ja, natürlich, geht, genau. Aber das kannst du ja zum Beispiel bei den heutigen Filmen nicht machen. Ne? Wenn du da einfach den Ton ausmachst, du würdest das viel schlechter verfolgen können als damals bei Stummfilmen. Ja. Weil das darauf ausgelegt war, dass es leicht verständlich ist. Ja. Also schon allein diese Bösewichte, sag ich mal, ja, die sind sofort erkennbar. Also ja, die kommen ins Bild und du siehst, okay, das ist ein böser Mensch. Ja, was habe ich gesagt? Das ist der Mann, der die Drecksarbeit ja erledigen genau muss. Das war sofort halt klar, nur an der Silhouette hat man es erkannt. Richtig. Also irgendwann kommt halt dieser, also es geht halt um, es geht ja um diesen Herrscher über diese Stadt, Metropolis, ne? Wie heißt er nochmal? Egal. Hab ich vergessen. jetzt haben wir es schon wieder vergessen, genau. Aber ja, und der hat halt diesen Sohn, der im Luxus lebt, ne, und das auch nicht anders kennt. Und dann ist es irgendwann so, eines Tages kommt dann eine Frau aus diesem Untergrund,
aus dieser, ne, aus der Arbeiterklasse. Aus der Arbeiterklasse mit einer Schar von Kindern hoch und sagt halt, hier sind eure Brüder und Schwestern, ne? Hier leben die und so. Und natürlich wird die auch sofort weggeschickt von den Wachen und wird wieder in die Unterschicht geschickt. Es gibt auch wirklich so eine Stadt im Untergrund, ne? Also so eine eigene Stadt für diese Arbeiterklasse. Und wird da wieder runtergeschickt. Aber das ist dann so dieser Punkt, in dem halt der Sohn sagt, dass denen überhaupt erstmal klar wird, dass es da Menschen gibt, die für ihn arbeiten. So, mhm. Ne? Und er verliebt sich natürlich sofort in sie. Natürlich. Und das ist ja auch so der Anlass dafür, überhaupt der Sache nachzugehen. Ja. Genau, und er fährt dann nach unten in diese Arbeiterstadt und muss dann mit Schrecken feststellen, dass es diesen Leuten nicht gut geht. Ja. Ja. Und dass die eigentlich auch dafür sorgen, dass es ihnen da oben gut geht. Und dann fasst er den Entschluss, dagegen etwas zu tun. Ja. Mhm. Also es ist dann eigentlich wirklich so eine Geschichte, so eine klassische Heldenreise. Eine Heldenreise und halt so dieser Unterschicht. Klassenkampf. Dieser Klassenkampf, der klassische. Richtig, genau. Ja. Und was mich halt so sehr an diesem Film begeistert, ist natürlich diese klassische Geschichte. Es wird halt, ja, es ist halt so ein schöner Aufbau und natürlich die Kulissen. Also ich bin immer wieder begeistert, wie die Kulissen da halt gestaltet sind. Na, und also schon allein, wie Metropolis aussieht, wie das umgesetzt wurde, ist einfach fantastisch anzusehen. Hm. Da bin ich wieder ich wollte mir auch damals unbedingt diesen Film anschauen, weil ich irgendwo mal darüber gelesen habe. Ne, der hat ja auch eine sehr interessante Hintergrundgeschichte. Und dann habe ich mir so Bilder angeschaut im Internet von dem Film und ich fand so diese Screenshots schon so schön. Mhm. Ne, und da dachte ich mir, oh, den muss ich mir unbedingt anschauen. Auch wenn es jetzt vielleicht ein Stummfilm ist und der vielleicht ein bisschen sperriger ist als viele andere Filme. Aber der ist auch nicht unbedingt sperrig. Nee, ist er halt gar nicht. Das hat mich halt auch so überrascht, ne? Ja. Also man kommt wirklich sehr gut rein. Aber was meinst du denn mit Hintergrundgeschichte? Ja, genau. Der hat eine interessante Hintergrundgeschichte, weil damals zur Premiere, also 1927, wurde der im Nachhinein nochmal geschnitten. Und dann wurden die geschnittenen Szenen wurden entwendet. Und die sind irgendwie in Argentinien gelandet, in Buenos Aires. Und irgendwann, 2008, wurden die zufälligerweise wiedergefunden in irgendeinem Hinterzimmer oder so. Hm. Und das war halt das große Dilemma auch, weil bis zu diesem Zeitpunkt gab es halt nicht diese vollständige Version des Films. Mhm. Also man musste wirklich jahrzehntelang mit dieser Version auskommen, die halt stark geschnitten war. Und war das dann, von Fritz Lang intendiert, dass man die so schneidet? Das oder? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber es war halt, glaube ich, dieser Hintergrund, dass das Filmstudio nicht einverstanden war mit der Version, die zur Uraufführung gezeigt wurde. Mm. Und dann gesagt wurde, Fritz Lang, glaube ich, nahegelegt wurde, naja, schneid den nochmal. Ne? Also so wie heute auch im Grunde. Richtig, noch. Genau. Ich glaube auch, weil das Publikum nicht mit vielen Szenen nichts anfangen konnte. Und dann wurde der so geschnitten, dass der besser verständlich ist, was der dann eigentlich auch irgendwie nicht so richtig war. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig so wiedergebe, aber auf jeden Fall war der stark geschnitten. Mhm. Jahrzehntelang, also bis 2008, war der nicht in seiner ursprünglichen Form schaubar. Es sind auch immer noch nicht alle Szenen vorhanden. Mhm. Also es fehlen, glaube ich, immer noch welche. Aber jetzt ist der auf jeden Fall besser verständlich. Man hat es ja auch gesehen in dieser Version, die wir geschaut haben. Mhm. Das ist auch die restaurierte Version von der Murnau-Stiftung. Und da waren ja sehr viele Szenen in dieser sehr relativ schlechten Qualität da. Das waren ja die dann im Hinterzimmer gefunden wurden. Die haben halt versucht, das Beste noch draus zu machen. Aber da war ja einiges dann besser verständlich dadurch. Ja, auf jeden Fall. Es waren zum Beispiel, man hat es ja auch gesehen, zum Beispiel als dann der Vater diesen Wissenschaftler da, ne, niedergeschlagen hat und dann diese Frau entkommen konnte, die Maria, die war ja komplett weg. Die ist auch, glaube ich, für immer verschwunden. Also da war ja nur so eine Texttafel, die erklärt hat, was jetzt gerade passiert. Ach so, ja. Hm. Ja, also es ist trotzdem noch einiges weg. Aber man konnte vieles besser verstehen als zuvor. Mhm. Ich glaube, ich habe auch damals diese ursprüngliche Version mal geschaut. Und die war halt nur 2 Stunden lang. Aber worauf wir jetzt noch nicht so richtig eingegangen sind, warum ist das denn Science Fiction?
Ja, weil der, also ich, dieser Wissenschaftler kommt vor. Der ja auch irgendwie so Prototyp Mad Scientist ist, ne? Ja, das ist ja immer so das, was du so kritisierst. Ja. Hallo, das, ich muss das kritisieren. Ja, ja, genau, dass Wissenschaftler immer so als böse dargestellt werden. Und er ist auch so dieses Paradebeispiel für so einen verrückten, bösen Professor, der da so komische Experimente macht. Man kann ihn am besten vergleichen mit hier, mit Dr. Frankenstein, ne? Der halt rumexperimentiert, um tote Menschen zum Leben zu erwecken. Und er trauert halt auch einer Person nach, die er sehr geliebt hat und möchte diese auch unbedingt wieder erwecken. Und darum hat er so eine Maschine erschaffen. Und das ist dann dieser Science-Fiction-Anteil auch. Genau, er hat nämlich einen humanoiden Roboter erschaffen. Richtig. Ja, das ist eigentlich so mit der erste Android oder Roboter in einem Film. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es davor schon was gab. Ja. Und er sieht ziemlich cool aus. Ja, finde ich auch. Und er hat eine ziemlich geile Technologie. Also da musste ich ein bisschen schmunzeln, als er so meinte. Also am Anfang sieht der Roboter halt noch komplett mechanisch aus Metall oder so. Ja. Und dann sagt er, ja, in 24 Stunden kann man den übrigens von einem echten Menschen nicht mehr unterscheiden. Und ich dachte, geil, 24 Stunden nur noch. Da musste ich auch sehr, sehr schmunzeln. Ja, aber er hat da Aber er hat es tatsächlich geschafft. Ziemlich fortschrittliche Technologie, mit dem er quasi aus diesem Roboter das Aussehen eines beliebigen Menschen einfach so geben kann, innerhalb weniger Minuten. Ja, also dieser Mensch wird irgendwie auf so eine, Liege gelegt. Genau. Und dann werden da Schläuche angebracht oder irgendwelche Kabel oder sowas. Und dann wird es übertragen, dieses Menschliche, auf diesen Roboter. Genau. Und dann ist dieser Roboter auch nicht mehr von dem Menschen zu unterscheiden. Außer am Make-up, ne? Ja, natürlich. Und an der Mimik. Ja, genau. Also der Roboter hat eine viel extremere Mimik als die Frau. Richtig, diese Schauspielerin agiert dann sehr, wie soll ich sagen, sehr weird, sehr komisch, ja. Und sehr expressiv auch. Ja, ja. Ja, und somit denkt dann auch das Volk, also die ganzen Menschen, dass sie die richtige Maria ist. Also das wollen wir jetzt auch nicht so doll spoilern. Es geht dann natürlich auch so ein bisschen. Es gibt so eine Art Verwechslungsspiel auch. Genau, richtig. Drin, ne? Weil die sich ja dann weil die ja dann identisch aussehen. Genau. Was dann auch einen Konflikt auslöst in der Geschichte. Aber ja, so viel dazu. Das können wir dann erstmal so lassen, richtig. Genau, also was ich noch sagen wollte, diese Gesellschaft, die da so entworfen wird, die ist halt teilweise auch so weird, ne? Ich meine, dieser Club der Söhne, die dann irgendwie so einen komischen Garten haben, wo dann, ich habe es jetzt mal als Prostituierte interpretiert, die dann in ganz fabelhaften Gewändern sich präsentieren und also ich dachte so, ernsthaft so? Also, ja. Es soll ja auch halt so ein bisschen durch die Dekadenz zeigen. So, ne? Ja, und durch chauvinistisch auch. Richtig. Ne? Weil du siehst halt keine Frau aus der Oberschicht, die einfach nur eine also eine Mutter ist oder einfach nur, was weiß ich, ne, eine Schwester. Es sind halt nur Bedienstete, so. Ja. Ja, es herrscht halt sehr starker Kontrast zwischen Oberklasse und Unterklasse. Ja. Man sieht das ja auch am Anfang, dass halt also diese Menschen immer diesen selben Trott, ne, gehen, im Gleichschritt zur Arbeit. Was mich auch stark an hier moderne Zeiten von Charlie Chaplin erinnert. Ah ja, richtig, genau. Oder auch 1984. Also dieses Trostlose. Ne? Ja. Immer dasselbe, jeden Tag. Und es gibt da halt keine Flucht aus dieser Situation für diese Menschen. Und es gibt überhaupt keinen Individualismus. Ja, genau. Ja, die sehen auch alle gleich aus. Ne? Da unterscheidet sich keiner von dem anderen. Auch das, was die für Arbeit tun, man sieht das ja dann so ausschnittweise, das sieht die auch Menschen nicht sehr sind, schön aus. Nee, es sind halt Rädchen im Getriebe, ne? Richtig. Die sind halt Ausstattung dieser Maschinen. Das sind halt, die bedienen nicht die Maschinen, sondern die sind Teil der Maschinen, kann man so sagen. Ja, die werden auch nicht als Menschen gesehen, auch von dem, von den Obersten, also wie heißt der nochmal, wir haben ja nicht den Namen von denen, aber von den Regierenden werden die ja auch nicht als Menschen angesehen. Mhm. Na, also die werden ja auch nicht so behandelt. Denen sind die halt völlig egal, na, was da unten geschieht. Bis es dann zu diesem Aufstand kommt, durch den Sohn von dem Typen da. Ne? Ja, der das dann zum Anstoß bringt. Ja. Auf jeden Fall ein sehr gut gealterter Stummfilm. Also viele sind ja immer so,
die sagen sich, ach nee, Stummfilm will ich nicht schauen, oder Schwarz-Weiß ja auch schon, dass da viele sagen, möchte ich nicht sehen, obwohl ich das immer nicht verstehen kann. Weil auch alte Filme können immer noch unglaublich viel ausdrücken und auch ein was bringen, so, ne? Also ich selbst schaue mir ja sehr gerne alte Filme an. Ja, ich auch, aber ich muss auch sagen, das ist auch eine Entwicklung, die man durchmacht, ne? Ich glaube, wenn man so ein Teenager ist und dann zum ersten Mal an so ältere Filme rangeführt wird, älter definiere ich jetzt mal der Einfachheit halber als Schwarz-Weiß-Film, ja, dann geht man mit so einem gewissen Respekt daran und dann sind diese Filme halt auch noch von der Machart so komplett anders, die haben anderes Pacing, die sehen anders aus, die haben eine komische Ausstattung vielleicht. Und da kann ich schon verstehen, dass man in dem Alter da eher abgeschreckt ist und so ein mentales Modell aufbaut von alten Filmen, wo man die Überzeugung hat, das ist super kompliziert, die Leute sprechen da so komisch, Das ist irgendwie alles so altertümlich und ach nee, will ich nicht. Und dann fängt man irgendwann wieder an, weil man halt, keine Ahnung, weil man einfach schlauer ist und sich ein bisschen weiterbilden will und dann guckt man diese Filme und dann merkt man so, ey, die sind überhaupt nicht so kompliziert, wie ich dachte. Und man kommt da doch voll gut rein. Ja. Und die sprechen auch total moderne Dinge an, die immer noch heutzutage eine Rolle spielen. Das ist ja auch manchmal so erschütternd, wenn man denkt so, Alter, das ist ein Film aus den 60ern und da geht es schon um genau die gleichen Frauenrechte, wo es heutzutage immer noch drum geht. So. Ja. Also zum Beispiel, wo wir jetzt letztens hier in Farm geguckt haben. Ja, oder richtig. Wo wir das den Apartment sehr, geguckt haben. Den ich ja auch sehr modern fand, so von den Themen. Ja, wo es Diskriminierung Homosexueller geht. Ja. So. Und du denkst, hallo, der ist aus 1963 oder so. Und teilweise sind wir heute immer noch nicht weiter. Ja, eigentlich traurig, wenn man das dann sich so anschaut. Ja, ja, sowieso. Aber ich finde, man sollte, also sollte es immer so doof gesagt, ne? Aber ich finde, es lohnt sich, wirklich mal mehr alte Filme zu schauen und zu entdecken, wie modern die eigentlich sind. Ja. Ja, weil man dann auch, also ich finde es ja immer sehr interessant von der Machart, das zu beobachten, wie es früher war, wie es heutzutage ist, so diesen Vergleich zu ziehen und auch diese Entwicklung zu beobachten, wie das andere, ne, wie das eine auf das andere aufgebaut hat. So, ne? Ja, das dachte ich heute zum Beispiel auch, ne? Als ich heute hier mit dir Metropolis geguckt habe und wo dieser Detektiv, nenne ich ihn mal, er wird hier nur der Schmale genannt, glaube ich. Ne? Ja, richtig. Wo er dann da so steht und da seine Detektivarbeit macht und Leute beobachtet und hinter so einer Tageszeitung so hervorlugt, ne? Und bei Blade Runner macht der Rick Deckard genau das Gleiche. So, da steht da auch mit so einer Tageszeitung, wo ich dachte, im L.A. 2019, da liest doch keiner, also zumindest in dieser Welt, wie die Welt dort 2019 aussieht, da liest doch keiner mehr Tageszeitung. Warum steht der da auf einmal mit einer Tageszeitung und beobachtet da hinten so eine Tänzerin? Aber jetzt dachte ich so, ja klar, ne, das ist halt, ja, das sieht schon, wo es herkommt. Für den Zuschauer sofort klar, dass er jetzt gerade jemand anderen beobachtet. Ne? Yeah. Das ist halt auch so ein filmisches Mittel und das ist ja irgendwo mal eingeführt worden, ne? Ja. Sei es jetzt Metropolis oder irgendein anderer Film. Also ich weiß ja jetzt nicht, ich denke mal nicht, dass Metropolis das eingeführt hat, aber es waren ja halt irgendwelche alten Filme, die es irgendwann mal eingeführt haben und dann wurde es halt so weitergeführt, ne? Und das ja, ist halt das immer ist, das Interessante. Das Coole, wenn man das so entdeckt, so, ach, daher kommt das, genau. Das, was ich dort und dort schon mal gesehen habe. Ja, oder gewisse Shots, die halt so das erste Mal irgendwo in einem Film gebracht wurden und seitdem immer irgendwie mal so Verwendung finden. Ja, die Shots mochte ich hier bei Metropolis auch total, weil man so viele, wie sagt man, also wo die Leute direkt in die Kamera gucken, so, das mag ich immer total. Bei manchen dachte ich mir auch so, das ist schon ziemlich fortschrittlich gewesen, also für damalige Zeiten solche Shots schon zu verwenden. Also auch als hier jetzt dieser Wissenschaftler, die Maria da in diesen Untergrund da verfolgt, ne, in den und dann mit dem Licht vor ihr steht, so. Also diese Szene fand ich auch schon, dachte ich mir, wow, also, dass das schon so verwendet wurde. Ja. Oder halt viele andere Szenen, ja. Also fand ich schon recht fortschrittlich. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn jetzt viele sagen würden, also man darf halt auch nicht so an die Sache gehen, dass dieser Film unglaublich modern aussieht. Das ist halt nun mal ein alter Film. Ne? Und man darf auch nicht an die Filme so rangehen, dass man denkt, jeder alte Film ist ein Meisterwerk. Ja. Es gibt genauso beschissene Filme aus den 60ern, 70ern. Und, richtig, man darf die auch nicht, also man darf die auch schlecht finden. Ja, klar. Man darf auch Metropolis schlecht finden, wenn man jetzt nichts damit anfangen kann. Aber man muss halt auch
diesem Film dann auch so einen gewissen Respekt auch erweisen, weil die halt nun mal gewisse Dinge auch ins Rollen gebracht haben, so, ne? Und auch gewisse Dinge eingeführt haben. Ja, ohne die man vielleicht jetzt nicht da an dem Punkt wäre, wo man heutzutage ist. Ja, ja. Und Fritz Lang war halt nun mal auch ein Regisseur, der hat vieles eingeführt, so. Ne? Also der hat ja viele Meisterwerke gedreht, sei es diese Mabuse-Filme oder zum Beispiel eine Stadt sucht einen Mörder, der ja auch so das erste Mal so einen Serienmörder eingeführt hat in die Filmgeschichte. Und ja, zum Beispiel auch die, Reise zum Mond? Nee, Reise zum Mond war Georges Méliès. Ach so. Das ist ein Franzose. Also der ist schon ganz, also das ist schon mal nochmal eine ganz andere Zeit. Ach, sorry. So ganz, ganz am Anfang der Filmgeschichte. Ja, aber viele andere Filme hat er ja gedreht. Fritz Lang ist halt wirklich so ein Innovator gewesen fürs deutsche Kino. Schade eigentlich, dass er dann von den Nazis vertrieben wurde, wie so viele andere Künstler. Ja, schade ist glaube ich, das falsche Wort. Schlimm. Er hat ja dann in Amerika weitergedreht. Ja. Ja, da sind uns viele Künstler abhanden gekommen damals. Ja. Ja. So sieht's aus. Aber so ist es nun mal mit so Leuten, ne, die eine Ideologie folgen, die sowas nicht gut findet. Ja, und genau das wird ja in solchen Filmen auch reflektiert, ne? Genau, richtig. Also wie jetzt hier oder halt auch in Equilibrium oder so, ne? Mhm. Wo es so eine Gleichschaltung, dass es nicht gut ist. Wo es eine Gleichschaltung gibt, genau. Ja. Ja. Ja, ein sehr schöner Film. Toll ausgestattet, kann man sich immer noch anschauen, ne? Oder würdest du mir da widersprechen? Nö, kann man sich gut anschauen. Also dadurch, dass es halt auch alles handgemacht ist und du siehst, ja, das sind Zeichnungen, wo dann irgendwelche fliegenden Autos wahrscheinlich an Fäden oder keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Auf jeden Fall sieht das alles ziemlich schön aus, ja. Aber sieht halt auch nicht billig aus, sieht trotzdem sehr hochwertig aus, ne? Es in die damalige Zeit. Der wird halt auch immer gut aussehen. Nicht wie, keine Ahnung, Jurassic Park oder so. Oder Star Wars. Jurassic Park sieht immer noch relativ gut aus. Ja, gut, relativ. Nehmen wir dann Star Wars Episode 2. Ja, okay, da hast du recht. Ne? Der also ist extrem schlecht gealtert. CGI-Scheiß. Ich muss ja sagen, so die beste CGI so aus den 90ern war bei Terminator 2. Ich finde, das sieht immer noch gut aus. Ja, das stimmt, ja. Und das war so einer der ersten, der eigentlich so CGI eingesetzt hat, so unter den großen Filmen. Ja, über den reden wir ja vielleicht auch noch, ne? Ja. Denn wir haben ja noch 3 weitere Folgen geplant. Erst waren es nur 2 und wir haben jetzt doch nochmal ein Genre uns rausgenommen, damit wir das jetzt nicht noch hier in diese Sendung mit reinpacken. Und beim nächsten Mal, also wie genau die Reihenfolge ist, weiß ich noch nicht genau. Das hängt auch ein bisschen von unseren Gästen ab. Aber wir reden auf jeden Fall noch über Filme, die in der Postapokalypse spielen. Dann über Filme, die Zeitreisen oder Zeitschleifen beinhalten. Ja. Und noch Alien-Filme. Genau, Filme, die mit Aliens zu tun haben. Ja, mit irgendwelchen außerirdischen Lebensformen. Genau. Ja. Und falls jetzt irgendwelche Kommentare kommen nach dem Motto, ihr habt gar keine Animationsfilme. Das war halt auch so eine Einschränkung, dass wir gesagt haben, Animationsfilme raus, weil sonst hätte man sowas wie Ghost in the Shell und Akira und so auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen müssen. Aber das machen wir dann vielleicht nochmal, wenn wir über die besten Animationsfilme oder so sprechen. Da kann man sowas dann natürlich dann auch wieder mit reinnehmen. Obwohl ich peinlicherweise zugeben muss, ich habe noch nie Ghost in the Shell und Akira ganz gesehen. Ich habe die öfter mal angefangen, aber ich habe die nie zu Ende geschaut. Tja, solltest du mal machen. Ja, das ist echt peinlich. Können wir ja auch dann mal machen. Dann, wenn endlich auf Netflix Neon Genesis Evangelion kommt, da können wir mal so eine Anime-Monat oder so machen, weil das musst du auch unbedingt gucken. Das ist natürlich auch Sci-Fi-mäßig sehr interessant, ne? Ja, wobei ich mich frage, ob es immer noch so dieselbe Wirkung hat auf mich wie damals, als ich das zum ersten Mal geschaut habe. Ja, das wird sich herausstellen. Ja. Vielleicht sagst du dann, ach nee, komm, Jules, jetzt lass mal das lieber. Ich glaube nicht. Ich glaube, manches wird mir ein bisschen lächerlicher erscheinen als damals, weil die Serie spielt halt extrem mit religiöser, christlicher Symbolik. Ja. Und ich glaube, da würde ich heutzutage schon manchmal denken, so, ja, komm, das ist jetzt aber hier ein bisschen weit hergeholt. So, ne? Ich hoffe mal, es ist nicht so schlimm wie in dem Film Contact. Oh, ach, fang damit nicht wieder an. Das ist echt so eine Enttäuschung gewesen, dieser Film. Ja, das war wirklich
Ja, aber hör mal auf, darüber zu reden. Ja, wäre dann soweit alles gesagt, Christiane, oder möchtest du noch irgendwas loswerden? Tja, ich will noch loswerden, wenn euch das hier gefallen hat, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar. Ja, natürlich. Wir haben ja auch ein neues Intro. Ja. Wie ihr vielleicht gehört habt, und da bin ich total stolz drauf, weil das habe ich alleine gemacht. Und da werden wir auch gerne Feedback von euch lesen oder hören, wie ihr das findet. Ja, und da haben wir uns, also das mussten wir diesmal tatsächlich nicht selber einsprechen, weil wir haben hier in Leipzig eine Podcaster-Gruppe, einen Podcaster-Stammtisch. Ja. Und da haben freundlicherweise mehrere Leute was für uns eingesprochen und das haben wir jetzt verwurstelt. Ja, nochmal danke. Ne? Ja, vielen Dank. An die Leute. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's und ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin uns treu. Und ich hoffe, ihr mögt Science Fiction auch so wie wir, weil damit werdet ihr jetzt vollgeballert die nächsten Monate. Ja, also uns macht's Spaß, darüber zu reden, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und ja, bis zur nächsten Herzensfilmfolge und das nächste Mal, also die reguläre Folge, wie schon gesagt, wird ja Sunset Boulevard nächste Woche. Mhm. Ich hoffe, da schaltet ihr auch wieder rein. Ich habe auf jeden Fall schon Bock drauf, diesen Film zu besprechen. Ich auch. Und es ist ja auch mal wieder ein älterer Film, ne? Ja, das ist auch mal wieder schön. Genau. Ja. Genau, dann habt eine schöne Woche. Ja, bis bald. Eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Tschüss.